Also die Idee dieses Projekts war jetzt gar nicht so sehr eine parteipolitische, obwohl dann im Bundestagswahlkampf, wie wir alle wissen, die grüne Steuerpolitik doch eine prominente Rolle spielte. Es gibt ja manche, die sagen, das war alles prima, ist nur von innen heraus schlecht geredet worden. Andere halten es doch dann für ein Problem. Aber das war gar nicht der Ausgangspunkt, sondern die Notwendigkeit, einen wirklich gesellschaftspolitischen Diskurs zu führen, eine offene Diskussion darüber unter ganz verschiedenen politischen Kräften und gesellschaftlichen Akteuren, wohin eigentlich finanzpolitisch die Reise gehen soll. Weil wir doch überzeugt sind, dass sich ein paar große Herausforderungen stellen, die bisher allenfalls angekratzt, aber nicht wirklich angegangen worden sind. Das eine ist nicht verwunderlich natürlich in der Böll-Stiftung die Notwendigkeit der ökologischen Transformation unserer Produktionsweise, und das ist auch ein großes Investitionsprogramm. Ein Programm für Wissenschaft, Forschung, Entwicklung und für den Umbau unserer öffentlichen Infrastrukturen hin zu nachhaltiger Energie, nachhaltiger Mobilität, einem nachhaltigen Städtebau. Also da geht es auch um die Frage der Finanzierung dieses ökologischen Umbaus. Und das verbindet sich natürlich mit dem Thema, was inzwischen in aller Munde ist, nämlich der Unterfinanzierung unserer öffentlichen Infrastruktur, nicht nur der Verkehrsinfrastruktur. Und gleichzeitig ist klar, dass unter dem Vorzeichen der Schuldenkrise, der Schuldenbremse, die wir nicht in Frage stellen wollten, das war eine der Prämissen, dass wir davon ausgehen, dass das ein Ausgangspunkt ist, auf den sich Finanzpolitik in absehbarer Zukunft wird beziehen müssen. Wie das unter diesen Bedingungen möglich ist, ohne dass man in eine neue offensive Schuldenpolitik ausweichen kann und fliehen kann. Gleichzeitig kommt der demografische Wandel spätestens so 2025 in Auswirkungen auf uns zu, die zeigen werden, dass das auch die finanzpolitischen Rahmenbedingungen drastisch verändert, mit einer schrumpfenden Erwerbsbevölkerung und deutlich ansteigenden Ausgaben, die mit Pflege, Rente und Alterssicherung im weitesten Sinn zu tun haben. Pensionslasten der öffentlichen Haushalte ist ein weiteres Stichwort, also eine ganze Reihe von Rahmenbedingungen, die aus unserer Sicht jedenfalls in die aktuelle Haushalts- und Finanzpolitik noch nicht eingepreist sind. Um es mal mit einem technischen Ausdruck zu sagen, weshalb wir auch die Erfolgsmeldungen aus dem Munde des Finanzministers von Herrn Schäuble doch für etwas verfrüht halten und für ein allzu sanftes Ruhekissen, dass wir schon im Grunde auf dem allerbesten Wege wären. Das waren die Ausgangsüberlegungen. Die Kommission, und das halten wir mit allen unseren Fachkommissionen so, die sich ja aus externen Expertinnen und Experten zusammensetzen, war autonom in ihrer Arbeitsweise und natürlich erst recht in den Ergebnissen, die heute präsentiert werden. Ich hoffe auf gute Resonanz. Das Vorab-Presseecho der letzten Tage war ja schon ganz positiv. Und bin auch hoffnungsvoll, dass das über die grüne Debatte hinaus sagen, einen Beitrag leistet zu einer qualifizierten Diskussion darüber, was nachhaltige Finanzpolitik sein soll und sein muss. Ich möchte mich ganz herzlich bei den Mitgliedern der Kommission bedanken, die zum größeren Teil heute Abend auch anwesend sind. Und ich würde Sie bitten, sich auch kurz zu erheben und sich vorzustellen. Ich fange mit Anja Heiduk an, der
Vorsitzenden der Kommission, die wir auch gleich hier live erleben werden bei der Präsentation des Berichts. Sie kennen sie vermutlich alle als Bundestagsabgeordnete und Haushaltspolitikerin, Finanzpolitikerin der Grünen. Thomas Lusse Müller ist heute Abend verhindert. Er, ich glaube, war Staatssekretär im Finanzministerium, ist jetzt Chef der Staatskanzlei geworden in Kiel. Und ich kenne das, das ist ein Job, der nicht mehr viel Möglichkeiten gibt, zu Veranstaltungen zu reisen. Michael Töne vom Finanzwissenschaftlichen Forschungsinstitut an der Universität Köln. Stefan Bach, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung. Rainer Emschermann, Europäische Kommission. Hans-Christian Müller, Journalist und Ökonom, und last not least Ute Brümmer, bitte, unsere Referentin für Wirtschaft und Finanzen, die auch dieses ganze Projekt sagen gemanagt hat. Ich möchte mich bei Ihnen und bei euch allen ganz herzlich für diese Arbeit bedanken. Ich jedenfalls finde das Resultat sehr gut. Damit können wir uns gut sehen lassen. Und ich hoffe, dass das jetzt ein paar nachhaltige Wellen schlagen wird. Wir beginnen mit einer kurzen Präsentation, einer Einführung durch Anja Heiduck und werden dann zunächst auf dem Podium mit zwei, kann man glaube ich sagen, prominenten Vertretern der Wirtschafts- und Finanzwissenschaften diskutieren, mit Herrn Prof. Dr. Eckhard Janeber, ich stelle sie nachher nochmal kurz vor, und mit Gustav Horn. Die Mitglieder der Kommission haben jederzeit Gelegenheit, sich da einzuklinken. Dafür gibt es extra noch einen freien Sessel. Und dann sehen wir, dass wir in eine möglichst lebhafte Diskussion miteinander kommen. Vielen Dank. Und jetzt darf ich Anja bitten. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich außerordentlich, dass ich jetzt heute Ihnen die Ergebnisse, sicherlich nicht ganz vollständig, unserer Arbeit vorstellen darf. Und Ralf Füchs hat schon darauf hingewiesen, wir haben vor knapp 2 Jahren begonnen, uns diesem Thema zu widmen, in einer Zeit, wo die Schuldenbremse als Regel schon etabliert war, einerseits. Es war ja so im Jahr 2012 im Herbst. Andererseits war aber das Thema Staatsverschuldung auch sehr tief im Bewusstsein der Menschen und auch in der gesellschaftlichen Diskussion hochpräsent durch die Eurokrise, durch die Staatsschuldenkrise, die ja da noch verschiedener Lösungsschritte harrte. Insofern also war das Grund genug, sich zu fragen, was braucht es für eine nachhaltige Finanzpolitik und was sichert vor allem vor dem Hintergrund der damals ja dann noch relativ neuen Schuldenbremse die Handlungsfähigkeit der Politik? Ja, dieser Frage haben wir uns gewidmet. Ich möchte 2 Eingangsbemerkungen machen. Eine in der Tat nochmal zur heutigen aktuellen Situation. Wenn wir die Haushalts- und Finanzpolitik in unserem Land betrachten, dann kann man feststellen, im vergangenen Jahr 2013 schrumpfte der staatliche Schuldenstand, der so über etwas über 2000 Milliarden Euro liegt. Zum ersten Mal schrumpfte er nach 62 Jahren. Und wir diskutieren gerade einen Haushaltsplan im Deutschen Bundestag, wo nach genau genommen dann 56 Jahren avisiert ist, dass wir einen ausgeglichenen Haushalt haben sollen und dann auch noch in der Folge in der ganzen Finanzplanperiode eine schwarze Null durchgeschrieben werden soll. So haben wir dann auch in unserer Broschüre festgestellt, man könnte den Titel, den wir in unserem Bericht haben, Finanzpolitische Zeitenwende, wohl möglich auch auf einer Broschüre des Bundesfinanzministeriums finden.
Aber ich möchte dazu sagen, das wäre dann nur dem Anschein nach richtig. Drei Verweise sind mir da erlaubt. In der Tat ist das Schrumpfen des Schuldenstandes wohl eher darauf zurückzuführen im letzten Jahr, dass eine Berichtigung der Anlagewerte stattgefunden hat, nämlich der Schrottpapiere, die damals aufgekauft worden sind. Wir haben eine extreme geringe Belastung vergleichsweise bei den Zinsen durch eine schon länger andauernde Niedrigzinspolitik. Und drittens haben wir es mit aktuellen sozialpolitischen Reformen der Bundesregierung zu tun, wo man auch mal nüchtern feststellen darf, da werden gleichermaßen Belastungen in die Sozialkassen verschoben. Sie schönen damit die Haushaltsbilanz, aber sie sind natürlich eine Belastung dann für die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler in der Zukunft. Also kann man schon an diesen drei Verweisen sehen, so ganz ist das mit der finanzpolitischen Zeitenwende noch nicht gelungen. Und ich möchte noch eine zweite Eingangsbemerkung machen. Wir haben bei unserer Kommissionsarbeit ja auch nicht nur einen tagespolitischen Blickwinkel eingenommen, sondern wir haben dann auch geschaut, mit was für grundsätzlichen Trends sind wir eigentlich auch in einer mittleren Frist konfrontiert. Und da, glaube ich, kann man im Kopf behalten, da gibt es drei Megatrends, die Rückwirkungen auch auf unsere Finanz- und Haushaltspolitik haben werden. Es ist schon von Ralf Füchs genannt worden. Es gibt auch einen sehr markanten demografischen Wandel, eigentlich in ganz Europa, aber insbesondere auch in Deutschland. Wir werden es in den nächsten Jahren und Jahrzehnten auch mit einer globalen wirtschaftlichen Entwicklung zu tun haben, wo die Stellung Deutschlands, Westeuropas oder des Westens im Verhältnis zu anderen Regionen der Welt zukünftig durchaus auch eine andere Rolle einnehmen wird. Die gewohnte Vorrangstellung werden wir nicht so ohne weiteres beibehalten können, wenn man sich mal anschaut, wie das Wachstum aufstrebender Volkswirtschaften der sogenannten Emerging States sich entwickelt. Und wir haben es natürlich mit einem dritten großen Trend zu tun, nämlich den Herausforderungen des Klimawandels, was auch dann entsprechende Rückwirkungen und Herausforderungen auf unsere Gesellschaft beinhaltet. Ich möchte in drei Punkten kurz eingehen in meinem Eingangsvortrag auf die Ergebnisse der Kommission. Und zwar möchte ich es im ersten Punkt machen, einiges zu den Rahmenbedingungen nochmal sagen, die wir so heutzutage haben oder was so ein bisschen der wesentliche Punkte unserer Analyse sind. Wenn wir uns mal anschauen, wie ist eigentlich der Befund unserer öffentlichen Haushalte, sagte ich schon eingangs, wir haben da so eine schwarze Null jetzt in der Haushaltsplanung und man kann sagen, wir haben eine gute Nachricht, die aktuellen Trends jetzt der gesamten öffentlichen Haushalte in Deutschland, die weisen darauf hin, dass wir im Moment in einer strukturell recht ausgeglichenen Haushaltssituation uns befinden. Wir haben es auch zu tun mit einer Steuerquote, die sich seit dem Jahr 2010 durchaus relevant erholt hat. 1% mehr oder weniger da ist schon relevant und auch eine relevante Entlastung, ich habe das schon mal erwähnt, bezogen auf die Zinskosten, sodass wir also im Moment es zu tun haben mit einem ungewohnt ausgeglichenen Haushalt. Das eigentlich als ganz gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist aber, wenn man das Ganze mal unter einer bilanziellen Betrachtung sieht, wenn wir also mal den öffentlichen Haushalt in seiner Vermögensbilanz anschauen, dann können wir an der Erkenntnis nicht vorbei, dass wir in den letzten 20 Jahren es doch mit einem sehr, sehr deutlichen Vermögensverlust zu tun haben. Gemessen vom Jahr 1991 bis zum Jahr 2012, das ist jetzt die Datenbasis, auf die ich mich beziehe, ist das Nettovermögen der öffentlichen Hand von 52% auf nahezu null geschrumpft. Das heißt, wir haben hier einen ungeheuren Verlust, vielleicht des öffentlichen Eigenkapitals, und das beschreibt eigentlich spiegelbildlich ganz gut, was mit unserer alten Schuldenregel nicht funktioniert hat.
Die frühere Schuldenregel, die ja erlaubt hat, Investitionen des Staates brutto gerechnet mit Schulden zu finanzieren, die hat dazu geführt, dass eben nicht entsprechend Abschreibungen und Veränderungen bei den Vermögenswerten berücksichtigt wurden. Und so sind die Staatsschulden, wenn man es dann ehrlich bilanziert, in den letzten 20 Jahren um 785 Milliarden, ich sage jetzt mal, zu stark gewachsen. Sie hätten eigentlich netto gerechnet 785 Milliarden geringer ausfallen müssen. Das kann man übersetzen und weiter betrachten, wenn wir die Verschuldungsregel bezogen auf die Investitionen bilanziell sinnvoll korrekt gerechnet hätten, dann hätten wir jetzt 29% weniger Verschuldung gemessen am Bruttoinlandsprodukt, würden also deutlich unter dem Maastricht-Referenzwert von 60% liegen. Das mal als eine Illustration. Wichtig ist bei dieser Rechnung, die ich gerade aufgemacht habe, sind die impliziten Staatsschulden noch nicht mit einberechnet. Darauf komme ich später noch zurück. Ich hatte schon erwähnt, wir haben es mit Trends zu tun. Das hat uns in der Analyse auch begleitet, dass der demografische Wandel, der kommen wird und den wir auch erkennen können, Rückwirkungen haben wird. Nicht nur auf die Kosten der sozialen Sicherungssysteme, sondern natürlich auch auf unser potenzielles Wirtschaftswachstum. Da werden wir auch im Vergleich zu anderen Ländern in den nächsten Dekaden, das ist ein Prozess, der sich dann vielleicht eher auch bis zur Mitte des Jahrhunderts weiterentwickelt, potenziell zurückfallen werden. Und wir werden auch mit dem demografischen Wandel sehr relevante Veränderungen im Sozialraum haben. Wir haben es jetzt schon mit Trends zu tun, dass bestimmte Regionen stark betroffen sind von Wegzug und andere Regionen stark von Zuzug. Wir haben es mit einem Trend der Verstädterung auch in Deutschland selbst, nicht nur in anderen Regionen der Welt zu tun. Und das hat doch eine enorme Auswirkung auf die jeweilige Versorgung der Infrastruktur. Das hat eine enorme Auswirkung auf die Wirtschafts- und Finanzkraft verschiedener Regionen. Das müssen wir also auch berücksichtigen. Wichtig ist, dass natürlich wir auch noch andere Punkte in der Analyse gestreift haben oder auch bearbeitet haben, die ich hier nur streifen kann in meinem Eingangsvortrag, die auch Risiken bergen. Wir haben in den vergangenen 7 Jahren erlebt, dass Europa erschüttert wurde in seinen finanziellen Grundfesten. Wir haben es mit finanziellen Risiken der Euro-Rettungsmaßnahmen zu tun, die sich für Deutschland jetzt mal beispielsweise auf einen Risikobetrag eines dreistelligen Milliardenbetrages belaufen. Was davon möglicherweise wirksam wird oder hoffentlich nicht wirksam wird, ist natürlich im Zweifel ein kleinerer Betrag, aber die finanziellen Risiken haben schon ein nicht geringes Ausmaß und auch die wirtschaftlichen Folgen im Euroraum und auch die damit verbundenen politischen Folgen sind ja nicht gering. Sie sind in den letzten Jahren eigentlich stetig Top-Thema auch in den Nachrichten gewesen. Und zu unserem analytischen Rahmen gehört es auch dazu, natürlich zu berücksichtigen, dass das Wirtschaften im globalen Kontext, in der globalisierten Welt, nochmal ganz andere Herausforderungen an uns stellt, uns vorzubereiten auf die sogenannten Leitmärkte der Zukunft. Wir haben mit der digitalen Ökonomie es zu tun, mit einem zukünftig anderen, neuen Markt. Wir haben es aber auch zu tun mit ökologischen Herausforderungen und dem Klimawandel. Und zum Beispiel nur vor diesen beiden Punkten ist natürlich festzustellen, dass sowohl die private Wirtschaft als auch die öffentliche Hand enormen Investitionsbedarfen gegenübersteht. Wenn wir uns mal vergegenwärtigen, wie sieht das eigentlich aus mit unserer Infrastruktur, mit den Investitionen der letzten Jahre, mit den Sanierungsstaus, die es gibt, dann sind wir in der Kommission darauf gekommen, dass wir dadurch erhebliche Lücken haben, zum Beispiel im Bereich der notwendigen Stärkung unseres Bildungs- und Ausbildungssystems, was ja vor dem Hintergrund der Demografie auch mit der Sicherung von Fachkräften zu tun hat, muss man ausgehen von einem Investitionsbedarf, der satt im zweistelligen Milliardenbetrag liegt.
investiv wie da dann aber auch Ausbildung selbst. Wir rechnen da mit knapp 28 Milliarden. Infrastrukturinvestitionen, um Sanierung von Verkehrsinvestitionen in einem vernünftigen Maß zu gewährleisten, werden auch ungefähr angesetzt mit 10 Milliarden. Breitbandinvestitionen, heute ganz aktuell, anscheinend eine Zusage der Wirtschaft, bis zum Jahr 2018 8 Milliarden zu investieren, aber da ist insgesamt noch ein größerer Betrag notwendig, um auch in alle Regionen des Landes hinein eine entsprechende Versorgung sicherzustellen. Wenn man das mal sich so ein bisschen zusammensummiert oder auch nur anderen vertraut, die sich hierzu schon öffentlich geäußert haben, dann haben wir es mit Sicherheit mit einem hohen zweistelligen Milliardenbetrag in den nächsten Jahren zu tun, was Investitionsbedarfe angeht. Also ich würde mal in den Raum stellen, dass das sicherlich Bedarfe sind von 65 bis 80 Milliarden. Ich möchte jetzt noch mal eingehen neben diesen analytischen Rahmenbedingungen, die wir betrachtet und diskutiert haben, möchte ich in meinem zweiten Punkt noch mal ein bisschen näher beleuchten, wie ist denn die Problemlage im finanzpolitischen Bereich im engeren Sinne. Dazu möchte ich Folgendes ausführen. Finanzpolitik ist nach unserer Ansicht dadurch oder sollte sich dadurch auszeichnen, dass sie ehrlich ist. Da will ich jetzt gar nicht mal davon sprechen, soll sie eher großzügig sein oder soll sie eher ein bisschen geizig sein. Wichtig ist, dass sie ehrlich ist, in dem Sinne, dass sie zukünftigen Generationen nicht Lasten aufgibt, die die eigentlich überfordert und vor allem, die sie in eine Situation bringt, dass da die zukünftigen Generationen ja ein Erbe antreten, was sie nicht einfach ausschlagen können. Das ist ja ein bisschen anders als vielleicht noch im privaten Fall. Gesellschaftlich gesehen müssen die Steuerzahlergenerationen von morgen ja im Zweifel Sachen finanzieren, die sie gar nicht anstoßen wollten oder von denen sie auch in dem Sinne gar nicht richtig profitiert haben. Politisch gesehen geht das sogar weit in den Bereich der Chancen auf demokratische Teilhabe mit hinein, wenn man hier von einer zu starken Überlastung ausgehen muss. Insofern ist die Schuldenbremse, die wir seit 2009 haben, vielleicht auch ein ganz guter Riegel, der jetzt einer sonst drohenden ungerechten Erblast vorgeschoben wird. Aber wenn man sich das ein bisschen genauer anschaut, dann sieht man doch, dass diese Schuldenbremse nur begrenzt wirksam sein kann. Sie ist im engeren Sinne eine Defizitbremse und sie schwächt vielleicht die zusätzliche Verlagerung von Lasten in die Zukunft ab. Aber wir haben es weiterhin zu tun mit einer sogenannten intertemporalen Umverteilung, weil heute, wenn wir über Belastungen von morgen reden, ja nicht nur die offizielle Staatsschuldenquote wesentlich ist, sondern wir haben es auch mit impliziter Verschuldung zu tun, nämlich Leistungszusagen für Beamtenpensionen, Nachhaltigkeitslücken in der Rentenversicherung und eben auch in dem von mir schon erwähnten schleichenden Verbrauch des staatlichen Anlagevermögens. Insofern plädieren wir für eine ehrliche Bilanz, die im Grunde die heutigen aktiven Jahrgänge, da spreche ich auch ausdrücklich von meinem Jahrgang, ich bin 1963 geboren, also so typische Babyboomer-Phase. Wir sind ein Jahrgang, der mit einer hohen Anzahl von Köpfen jetzt auch im aktiven Arbeitsleben noch steht. Und ich finde, dass diese so an Köpfen zahlreichen aktiven Jahrgänge eine große Verantwortung tragen, eine vorsorgende Finanzpolitik zu entwickeln, indem wir heute auch schon signifikante Rücklagen schaffen für die Zukunft oder indem wir wieder investiv in Vorleistung gehen, wenn wir mal wissen, was für einen Vermögensverzehr wir in den letzten Jahren messen konnten. Von daher haben wir uns natürlich Gedanken gemacht, reicht eigentlich die Schuldenbremse aus? Garantiert sie uns eine nachhaltige Haushaltspolitik? Und da kommen wir dann doch zu der Antwort, dass die Schuldenbremse ein erster Schritt ist.
die wir jetzt nicht in Frage stellen wollen. Aber wenn wir uns mal anschauen, wie sieht das eigentlich mit einer ehrlich bilanzierten Tragfähigkeit aus, dann müssen wir feststellen, dass wir bezogen auf die Tragfähigkeit doch noch eine erhebliche Lücke vor uns haben. Tragfähigkeit kann man berechnen, zum Beispiel an dem gesetzten Schuldenstand, den wir wieder erreichen sollen, von maximal 60% des Bruttoinlandsproduktes. Und wenn man da mal die Tragfähigkeitsanalysen des Bundesministeriums nimmt oder des Sachverständigenrats, wird die Tragfähigkeitslücke pro Jahr gemessen in Prozentsätzen am Bruttoinlandsprodukt mit 3,1% ungefähr angegeben. Wir haben uns mal in der Kommission dann diesen Wert zu eigen gemacht. Das Freiburger Forschungszentrum Generationenverträge nimmt auch noch höhere Zahlen an mit 9-11%. Wir haben uns jetzt mal auf den Sachverständigenrat bezogen. Wenn man da also sieht, 3,1% ist die Tragfähigkeitslücke. Wir sind im Moment zum Beispiel bei einem strukturell nahezu ausgeglichenen Haushalt, also bei null, dann kann man mal sagen, gemessen von dem ehemals erlaubten Maastricht-Kriterium, 3% Verschuldung ist nach Maastricht eigentlich noch akzeptabel und jetzt sind wir bei null, haben wir mal bezogen auf diese Wegstrecke gerade mal die Hälfte geschafft von dem, was im Sinne einer Tragfähigkeitsanspruch generationenmäßig gerecht ist. Nun schlagen wir nicht vor, man muss jetzt jedes Jahr 3% Überschuss erwirtschaften, weil man kann ja auch an unseren Ausgabenstrukturen auch reformieren und wir wollen ja nicht alles unreformiert in die Zukunft bringen, aber uns hat diese Analyse zu der Überlegung gebracht, dass es durchaus angezeigt ist, nicht nur einen ausgeglichenen Haushalt, wie er von der Schuldenbremse mehr oder weniger genau eingefordert wird, zu planen, sondern auch ein gewisses Überschussziel in den Blick zu nehmen, mindestens für den Zeitraum, bei dem wir auch eine anwachsende demografische Belastung erwarten. Also mal bis 2030 oder 2035 halten wir es für sinnvoll, im Rahmen einer vorsorgenden Finanzpolitik 1% gemessen am Bruttoinlandsprodukt als Überschuss, jetzt nicht nur bezogen auf den Bundeshaushalt, sondern auf Bundes-, Länderhaushalte und soziale Sicherungssysteme, also den gesamtstaatlichen Haushalt zu erwirtschaften. Und die Zielsetzung dabei ist, dass so eine vorsorgende Finanzpolitik mit solchen Überschüssen ja auch dazu dienen soll, eine intergenerative Gerechtigkeit gerade auch des zukünftigen Sozialstaats zu gewährleisten. Wir haben es ja auch damit zu tun, welche sozialstaatlichen Qualitäten können wir eigentlich in 2025 plus mit gutem Gewissen und Sicherheit tragfähig machen. Letzter Punkt noch zu der finanzpolitischen Beleuchtung ist das Thema, können wir uns denn nur mit dem Sparen an sich so zufrieden geben? Nein, natürlich nicht, sondern zu einer nachhaltigen Finanzpolitik gehören auch Investitionen. Das hat bei der Analyse schon eine Rolle gespielt. Und deswegen haben wir auch uns darüber Gedanken gemacht, wie kann man zu einer quantitativen finanzpolitischen Strategie auch eine qualitative, ich nenne es mal Konsolidierung, betreiben. Da sind wir dann an den Punkt gekommen, dass die Entwicklung der Investitionen, seitdem wir die Schuldenbremse haben, im öffentlichen Bereich in Teilen doch sehr bescheiden ist und die Investitionen auch immer besonders schnell unter Einspardruck stehen. Und von daher schlagen wir vor und haben diskutiert, dass man zur finanzpolitischen Strategie der Zukunft auch nehmen sollte, eine Regel, die die Investitionen garantiert in einem hinreichenden Ausmaß. Wir schlagen vor, es mit einer Investitionsquote einfach gesetzlich, um nicht zu sehr die parlamentarischen Freiheiten auf Dauer einzuschränken, also nicht verfassungsfest, sondern als einfach gesetzliche Regel, vielleicht über eine Finanzplanperiode zu definieren und festzulegen. Die sogenannte goldene Regel, dass man Investitionen durchaus kreditär finanzieren sollte, aber dann auch sauber, ich nenne es jetzt mal verkürzt, netto rechnen, das ist eigentlich eine
intertemporal gesehen sehr anreizgerechte und generationengerechte Regel, die würden wir wieder für möglich halten, vielleicht in 15 Jahren, wenn man den demografischen Peak besser im Griff hat und wenn man die überbordene Verschuldung, die wir im Moment durchaus noch im Staate sehen, zurückgeführt haben sollte. Das vielleicht nur noch mal als prinzipielle Anmerkung. Das heißt, wir haben in unserer Diskussion zusammengefasst 10 Leitlinien erarbeitet, die wir als einen möglichen Maßstab für gute nachhaltige Finanzpolitik setzen wollen. Erstens, Humanressourcen sichern. Das heißt auch wirklich eine deutliche Steigerung von Bildungsinvestitionen. Leitmärkte erobern, das heißt gezielte und auch in quantitativer Hinsicht deutlich stärkere milliardenschwere Investitionen von privater, aber eben auch insbesondere auf Deutschland bezogen öffentlicher Seite, was unsere Infrastrukturen angeht. Wir halten ein Überschussziel, das hatte ich erwähnt, von 1% für notwendig, um die Haushalte tragfähig zu machen. Wollen eine Investitionsschutzregel aufbauen. Wir haben in unseren Leitlinien auch uns Gedanken gemacht über strukturelle Verbesserungen auf der Ausgabenseite des Haushalts durch ressortübergreifendes Fördercontrolling, über sogenannte Spending Reviews, die in anderen OECD-Ländern schon erprobt sind, staatliche Fördermaßnahmen mal vom Grund auf so ein bisschen gedanklich auf Null zu stellen, um auch konzeptionell gezielter auch Potenziale und Verbesserungspotenziale von vorhandenen Fördermaßnahmen auszutesten. Und sowas muss natürlich auch ressortübergreifend gemacht werden. Wir haben uns auch mit der Einnahmeseite des Staates beschäftigt und haben verschiedene Punkte abgewogen. Das hat in der öffentlichen Berichterstattung natürlich eine Rolle gespielt, weil Steuerpolitik ist ja bei Grünen das, worüber wir besonders intensiv uns auch streiten. Aber in der Tat finden wir, wenn wir davon sprechen, einen Überschuss erwirtschaften zu wollen für eine vorsorgende Sozialpolitik, wenn wir in einem hohen zweistelligen Milliardenbetrag auch Investitionen, die unsere Finanz- und Haushaltspolitik und die gesellschaftlichen Grundlagen für eine gesunde wirtschaftliche Dynamik, wenn wir die legen wollen, dann sind das ja auch hohe zweistellige Milliardenbeträge, die wir da irgendwie auch mal neu mit gewinnen müssen, dann sollte man auch auf den Einnahmebereich gucken. Wir haben da Potenziale in verschiedenen steuerlichen Bereichen gesehen, die wir für gerade auch bezogen auf Ausweichreaktionen und wirtschaftliche Zumutbarkeit auch in Größenordnung von 1% des Bruttoinlandsproduktes sehen. Und wir haben abschließend auch noch 2 Aspekte mit in den Blick genommen. Wir haben eine recht intensive Diskussion, zumindest jetzt erstmal auf der Exekutive, über die Zukunft unseres Föderalismus. Wir glauben, dass es angezeigt ist, mal über unseren Föderalismus nochmal nachzudenken in der Weise, dass wir es eigentlich mit einem europäischen Megatrend zu tun haben, wo wir eine 4. Ebene haben zur kommunalen Länder- und Bundesebene in unserem föderalen System, wo auch eine Aufgaben- und Kompetenzverlagerung zunehmend auf die europäische Ebene stattfindet. Und da ist natürlich naheliegend, wie wirkt sich das eigentlich auf unseren Föderalismus aus und im engeren Sinne, wie wirkt sich das eigentlich aus auf die Bedeutung unserer Länderebene. Die ganz kommunale, lokale Ebene hat ihre Bedeutung, die nationale Ebene sicherlich auch. Aber die Länderebene müsste nach unserer Vorstellung müsste man diese Frage nochmal explizit klären. Wollen wir eigentlich eigenständige Länderkompetenzen, die dann auch im föderalen System mehr Eigenständigkeit nach sich ziehen müsste, auch an Möglichkeiten, Unterschiede zwischen den Ländern sozusagen zuzulassen? Wenn das von den Bürgerinnen und Bürgern unseres Landes nicht gewünscht ist, sondern eher ein Trend dazu ist, wir wollen gleiche Standards, wir wollen gar nicht so die Unterschiede zwischen den Bundesländern haben, dann könnte man sicherlich auch darüber nachdenken, können wir dann unser föderales System und die mittlere Ebene viel schlanker als eine effiziente Verwaltungsebene entwickeln. So eine Entscheidung würden wir einfordern wollen, auch als großen öffentlichen Diskurs. Auf den sozialräumlichen Wandel bin ich eingangs schon mal eingegangen. Da gibt es auch noch wichtige Punkte, die im Föderalismus in den jetzigen Reformen Berücksichtigung finden sollte. Und die europäische Ebene hat sicherlich auch noch
weiteren Regelungsbedarf, mit Sicherheit jetzt ganz aktuell die Weiterentwicklung und Ausgestaltung der Bankenunion. Wir sind auch davon überzeugt, dass eine effektive und wirksame Regulierung bei den Banken und auch der Bankenunion und auch der möglichen Abwicklung von Banken auch begleitet sein sollte durch eine noch stärkere Eigenkapitalausstattung auf Seiten der Banken. Und wir haben uns Gedanken gemacht über mögliche Änderungen des Regimes. Wie gehen wir eigentlich damit um, wenn Staaten die Fiskalpaktvereinbarungen nicht einhalten können? Wir haben da im Moment ein Sanktionsregime, das bei Ländern, die ein zu starkes Defizit haben, sie zur Strafe noch ein Defizit oder eine Strafzahlung obendrauf kriegen. Eigentlich eine kontraproduktive Maßnahme. Und wir schlagen deswegen vor, in Umkehrung dessen, sich darüber Gedanken zu machen, dass es wichtig ist, da vielleicht mal einen anderen Weg zu bestreiten und in so einer Situation dem betroffenen Staat Steuermehreinnahmen durch eine europäisch veranlasste Steuermehreinnahme, wir schlagen da aus ganz bestimmten Gründen, über die noch zu diskutieren sein wird, die Umweltsteuer vor. Ich bin jetzt etwas zu lang geworden, kriege ich den Hinweis, deswegen kann ich aufschließen. Das ist ein sehr ambitioniertes Programm, glaube ich, was wir vorschlagen. Ich glaube nur, dass wir gut beraten sind, eine Langfristperspektive einzunehmen. Das ist für uns Grüne bezogen auf unseren Anspruch von Generationengerechtigkeit, glaube ich, folgerichtig. Man hat aber auch an der aktuellen Politik der Bundesregierung gesehen, dass die trügerische Gegenwart von einem vielleicht ausgeglichenen Haushalt sie durchaus dazu verleitet hat, eine, wie ich finde, sehr falsche Rentenreform zu machen, die nämlich das Gegenteil ist von einer vorsorgenden Politik. Ich finde, wir dürfen Sparen und Investitionen nicht gegeneinander setzen, sondern wir müssen das miteinander betrachten und das versuchen wir mit diesem Maßnahmenpaket. Und insofern hoffe ich, dass wir zu einer guten Diskussion über diesen Maßnahmenkatalog nun kommen und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Aber ja. Herzlichen Dank, Anja. Nein, gar kein Problem, ist ja auch viel Stoff. Vielleicht noch zwei Bemerkungen. Möglicherweise einen gemeinsamen Ausgangspunkt sagen, bilden für die weitere Diskussion. Wir können nachhaltige Finanzpolitik nicht mehr nur national diskutieren und nicht mehr nur bundespolitisch, sondern wir müssen sie einerseits verknüpfen mit der Frage nach europäischer Fiskalpolitik. Nicht nur angesichts der fortbestehenden enormen Unwucht im europäischen Finanzsystem und in der Wirtschafts- und Finanzkraft der europäischen Staaten, vor allem der Mitglieder der Eurozone. Das ist und bleibt eine Herausforderung, die angegangen werden muss, wenn es zu einer Stabilisierung auch nationaler Haushalte kommen soll. Und dazu gehört natürlich auch die Einbettung in die föderalen Finanzbeziehungen der Bundesrepublik. Darauf hat Anja auch ja schon hingewiesen, also die Diskussion um Finanzkraft und Handlungsfähigkeit von Ländern und Gemeinden, wo wir es ja auch mit enormen und eher wachsenden Diskrepanzen zu tun haben. Und das Zweite, worüber wahrscheinlich Konsens besteht, dass eben Konsolidierung nicht alleine über die Ausgabenseite erfolgen kann. Eine Sparpolitik, die auf Kosten von Zukunftsinvestitionen geht, ist kontraproduktiv und erzeugt im schlechten Fall eine Spirale nach unten. Aber das erübrigt ja nicht die Diskussion darüber, was eigentlich intelligentes Sparen sein kann, wenn man überhaupt sich dieser Frage stellen will und nicht nur über die Einnahmeseite spricht. Also das bleibt eine Herausforderung.
Genauso wie auf der Einnahmeseite wir natürlich nicht nur über höhere Steuersätze und Gebühren diskutieren können und ihre möglichen volkswirtschaftlichen Rückkopplungseffekte, sondern auch darüber diskutieren müssen, das ist für die Grünen ja nicht so ganz einfach, ob wir eigentlich eine wachstumsorientierte Politik machen. Eine, die auf nachhaltiges Wachstum zielt und von daher auch versucht, die Einnahmebasis der öffentlichen Hand zu verbessern. Damit will ich es mal bewenden lassen und unsere zwei Kommentatoren noch kurz vorstellen, was man vielleicht im Kreis von Fachleuten gar nicht tun muss. Professor Dr. Eckhard Janeba zu meiner Rechten ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Mannheim und zugleich Sprecher der Abteilung Volkswirtschaftslehre an der Universität, ist vielfach auch als Sachverständiger einer Politikberatung tätig, seit Dezember 2013 Vorsitzender des unabhängigen Beirats beim Stabilitätsrat, Mitglied des wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie und in vielen anderen Gremien. Herzlich willkommen. Gustav Horn, nicht zum ersten Mal bei uns zu Gast, vielfach auch bekannt durch seine öffentlichen Interventionen. Jemand, der als Wissenschaftler auch die öffentliche Debatte nicht scheut, war lange Zeit seit Ende der 80er Jahre am DIW, war dort unter anderem Abteilungsleiter und ist heute wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung des IMK. Herzlich willkommen. Wer beginnt? Auf dem Programm steht, dass Gustav Horn beginnt. Dann hier oder? Gerne vom Podium aus. Das mache ich gerne. Sie haben mich ja sicherlich nicht eingeladen, damit ich jetzt in eine Lobhudelei ausbreche über das Programm. Das wäre auch respektlos, denn ein solches Programm, das doch sehr dicke Bretter bohrt, verdient, glaube ich, dass man es sich genau anschaut und auch sehr grundsätzlich anschaut. Ich könnte jetzt über viele Punkte reden, wo ich vollständig übereinstimme, aber das würde Sie und auch vielleicht mich langweilen. Ich möchte daher mehr über einen grundsätzlichen Punkt sprechen, der sich mir beim Lesen dieses Programms erschlossen hat und den ich relativ kritisch sehe. Völlig zu Recht wird bemängelt, dass wir auf der einen Seite eine Schuldenbremse haben oder korrekter formuliert Defizitbremse, das ist richtig, und auf der anderen Seite eine massive öffentliche Deinvestitionspolitik in den letzten 10 bis 13 Jahren haben. Nach alter Rechnung haben wir über 13 Jahre lang bei den öffentlichen Investitionen auf Verschleiß gelebt. Wir haben jetzt eine Neuberechnung des Bruttoinlandsprodukts, danach sind es nur noch 10 Jahre, weil einiges umgebucht wurde. Aber ob 10 oder 13 Jahre, eine so lange Zeit, die öffentliche Infrastruktur zu verschleißen, das hat Konsequenzen. Und ich glaube, jeder, der Bahn fährt, der sich im Verkehrsinfrastruktursystem bewegt, der sich im Schulsystem bewegt, kann die Folgen beobachten. Und nun kommt hier ein Programm, das sagt, das wollen wir ändern, das ist löblich. Wir wollen es ändern durch ein Bündel von Maßnahmen, das unter anderem enthält, dass die öffentlichen Haushalte nachhaltig im Überschuss von 1% sind. Wo ist mein Problem? Mein Problem ist folgendes. Wenn ich einmal beginne, damit zu definieren, was mein oberstes wirtschaftspolitisches Ziel ist, da bin ich relativ altmodisch. Mein oberstes wirtschaftspolitisches Ziel ist, dass wir Vollbeschäftigung haben, dass Menschen so viel und dort arbeiten können, wo sie es sich wünschen, und das in einer wirtschaftlich stabilen und nachhaltigen Umgebung. Das heißt, ich will keine Inflation, keine Deflation, keine außenwirtschaftlichen Ungleichgewichte und ich möchte auch ein nachhaltiges ökologisches Wirtschaftsumfeld haben. Gehört zu einer solchen Utopie, sage ich, weil wir weit davon entfernt sind, auch
eine 0 oder eine plus 1 im öffentlichen Haushalt. Wenn ich mir die Debatten der letzten Monate anschaue, dann könnte man meinen, und ich glaube, der Bundesfinanzminister hat es sogar ungefähr so auch gesagt, dass die schwarze Null das oberste Ziel der Wirtschaftspolitik ist. Ich bestreite das. Mein Ziel ist eben das, was ich eben genannt habe. Und weder die schwarze, noch die rote, noch die grüne oder blaue Null kann das oberste wirtschaftspolitische Ziel sein. Das ist ein untergeordnetes Ziel, wenn überhaupt. Ist denn eine solche rote, schwarze oder grüne Null mit meiner Utopie vereinbar? Und da liegt mein grundsätzliches Problem. Nein, die ist nicht vereinbar mit meiner Utopie. Weil in einer Wirtschaft, die Vollbeschäftigung anstrebt, die ein stabiles und balanciertes wirtschaftliches Umfeld anstrebt, muss der Staat eine Pufferfunktion übernehmen. Denn Märkte, und das haben, glaube ich, die letzten Jahre nun überdeutlich bewiesen, sind inhärent instabil. Sie neigen zu Krisenentwicklung. Und ich bin schlechterdings erstaunt, dass ich in diesem ganzen Programm nichts davon gelesen habe. Ich habe viel über Symptome der Krise gelesen. Euro-Krise, Bankenrettung, ja, darüber habe ich viel gelesen. Aber dass es diese inhärente Instabilität gibt, die man gerade, wenn man über so lange Zeiträume schreibt wie dieses Programm, doch nicht ein für alle Male für die Zukunft ausschließen kann, dann möchte ich mehr dazu lesen. Dann möchte ich sehen, wie die vorgeschlagenen Maßnahmen mit so einer solchen potenziellen Krisenentwicklung auch vereinbar sind. Und mit einer solchen potenziellen Krisenentwicklung vereinbar sind keine starren Fiskalregeln. Ob die 0 oder die plus 1 oder sie nennen irgendeinen Wert. Was man dann braucht, ist fiskalische Flexibilität. Und die wird gerade ausgeschaltet. Das heißt, dieses Programm ist ein Markt-Schönwetter-Programm. Wenn es gut läuft, wenn die Wirtschaft boomt, wird auch dieses Programm funktionieren. Wehe, wenn nicht. Dann wird es nicht funktionieren. Und wenn dann eine solche Regel gelten würde, wäre der Staat nicht nur gezwungen, nicht zu stabilisieren, er wäre sogar gezwungen, weiter zu destabilisieren. Hätten wir die Schuldenbremse schon 2008 gehabt, hätte keines dieser Konjunkturprogramme, was wir beschlossen haben, keines dieser Arbeitsmarktstabilisierungsprogramme beschlossen werden dürfen, weil die Prognosen im Herbst 2008 sagten, so eine leichte Abschwächung voraus. Die Schwelle, dass die Wirtschaft um mehr als 2% einbrechen würde, war in den Prognosen erst im Frühjahr, Sommer 2009 erreicht, als es viel zu spät gewesen wäre, um solche Programme auf den Weg zu bringen. Und das, eine solche Situation wird durch dieses Programm im Grunde noch verschärft und restriktiver gemacht. Das Programm ist also nicht krisenfest. Und hinter dieser Idee steckt ein Folgefehler aus meiner Sicht. Ich glaube, dieses Programm, genau wie viele andere übrigens, das ist keine isolierte Kritik an diesem Programm, das wird man parteiübergreifend finden, diesen Fehler, ein falsches Verständnis von Sparen. Hier ist meiner Ansicht nach in diesem Programm, geht man davon aus, dass wenn der Staat einen Überschuss hat und man gespart hat, dann kann man mit dieser Methode Werte in die Zukunft verlagern. Das schreiben Sie auch explizit. Indem er jetzt Überschüsse anhäuft, können Sie den demografischen Wandel im Jahre 2030 bis 50 besser finanzieren. Das ist ja die Idee dahinter. Das können wir, glaube ich, hier unmittelbar nachvollziehen als einzelne Haushalte. Wenn wir unser Geld aufs Konto tragen oder irgendwo investieren, dann hoffen wir in der Zukunft, da auch Werte zurückzubekommen, die wir auf diesem Konto oder in diesem Aktiendepot oder wo auch immer gespeichert haben. So weit, so gut. Das ist einzelwirtschaftliches Sparen. Aber wenn wir eine Rendite aus diesem Sparen haben wollen, und das wollen Sie ja, weil Sie damit den demografischen Wandel finanzieren wollen, dann muss diese Rendite ja irgendwo erwirtschaftet werden. Dann muss die ja irgendwo herkommen. Auch die Bank, der Sie das Geld geben, legt das Geld nicht in einen Tresor. Das kann man bei Harry Potter so schön sehen. Da steht die Vorstellung, man bringt die ganzen Goldschätze in verborgene Tresore und dann werden sie irgendwie da rausgeholt. Das ist dann nicht mehr als vorher. Wenn es geklaut wurde, ist es sogar weniger. Also da ist keine Rendite drin. Damit Rendite erzeugt wird, muss dieses Geld weitergegeben werden. Muss es in den Wirtschaftskreislauf gehen, müssen neue Werte, müssen Renditen erzeugt werden. Das geht eben nur durch Investitionen, die das Produktionspotenzial erweitern, die die wirtschaftlichen Möglichkeiten erweitern, die Rendite schaffen. Und aus diesen
renditeträchtigen Investitionen können sie dann Zinsen und ihre Wertsteigerungen bezahlen. Ihr Programm impliziert also, dass irgendjemand diese Überschüsse des Staates nimmt und damit investiert. Das heißt, diese Überschüsse des Staates müssen Defizite von anderen Bereichen sein. Und da gibt es prinzipiell drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit, die privaten Haushalte. Die geben plötzlich mehr aus, kaufen sich Häuser, die sie nicht voll finanzieren können. Ich glaube nicht, dass das ist, was sie wollen. Dann wäre nämlich auf Dauer eine private Schuldenkrise die Folge, weil das eigentlich auf Dauer keine Rendite bringen kann. Zweite Möglichkeit, das Ausland. Das heißt, das Ausland kauft immer mehr bei uns ein, als wir im Ausland kaufen. Wie das endet, brauche ich Ihnen nicht zu erzählen. Schauen Sie mal in den Herbst 2009, wenn die Außenhandelsdefizite von Ländern zu groß werden, haben wir dann eine internationale Schuldenkrise oder Währungsturbulenzen, wenn wir mal außerhalb des Euroraums denken. Dritte Möglichkeit, die Unternehmen. Ja, und das ist die richtige Möglichkeit. Sie müssen also davon ausgehen, dass die Unternehmen automatisch mehr investieren werden, wenn der Staat einen Überschuss hat. Dann würde Ihr Modell funktionieren. Kann man davon ausgehen? Alle Studien sagen, so einfach ist es nicht. Die Privaten brauchen mehr Anreize, um zu investieren, als nur, dass es da einen staatlichen Überschuss gibt. Das heißt, sie müssen etwas explizit für die Investitionen tun, damit dieser Prozess in Gang kommt. Sie müssen investieren. Nun mogeln sie sich ein wenig um diese Frage herum, indem sie sagen, ja, wir erhöhen die Steuern so stark, dass mehr als dieser Überschuss bleibt und die Differenz nutzen wir für öffentliche Investitionen. Das funktioniert nur so lange, wie sie wirklich in einer wunderbaren Situation sind, wie jetzt zum Beispiel. Wenn sie jetzt die Steuern erhöhen würden, dann könnte es passieren, dass wir genügend Geld haben, um tatsächlich einen Überschuss im Haushalt zu haben, plus die Investitionen über öffentliche Investitionen anzuregen und auch private Investitionen auszulösen. Was aber, wenn das nicht mehr so ist? Dann schlägt ihre Defizitbremse zu und sie haben die privaten Investitionen nicht. Sie erzielen eben keine Rendite mehr auf ihre Überschüsse und dann können sie auch keine Werte mehr in die Zukunft transferieren und alles das, was sie mit dem Geld in Zukunft machen wollen, geht nicht, weil das Geld nicht mehr da ist, weil es nichts mehr wert ist. Das heißt, dieses Konzept ist aus meiner Sicht einfach zu kurz gedacht. Wer nur in das Phänomen der Schuldenfreiheit als etwas Positives ansieht, denkt einfach zu kurz. Wir brauchen eine dynamische, investive Wirtschaft, um solche Renditen zu erwirtschaften. Und dann muss man eben auch zulassen können, und das ist nach der gegenwärtigen Schuldenbremse eben nicht so und nach ihrer auch nicht, dass der Staat eben tatsächlich Defizite macht. Ich würde mich hier dem Vorschlag anschließen, den Sie auch implizit als Teil Ihrer Regel genannt haben, dass er die Nettoinvestitionen auch Schulden finanzieren darf. Das ist in der Tat generationengerecht. Und es ist auch eine Anregung zur Dynamik. Da stimme ich Ihnen völlig zu. Nur nach Ihrem Modell wird das alles nicht funktionieren, fürchte ich. Denn Sie werden eher den Staat herausnehmen aus der Wirtschaftsentwicklung. Sie werden ihn nicht krisenfest machen. Und damit werden alle diese Renditen, die Sie brauchen werden, um demografischen Wandel, um die öffentliche Infrastruktur zu finanzieren, möglicherweise überhaupt nicht da sein. Vielen Dank. Vielen Dank für diese Herausforderung an einem Kernpunkt. Darüber werden wir sicher heute Abend weiter diskutieren. Und ich vermute mal, Sie werden den Ball gleich aufgreifen. Bitte sehr. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, zunächst mal vielen Dank für die Einladung und für die nette Vorstellung. Und wenn ich eine korrigierende Bemerkung gleich zu Beginn machen darf, mein Name wird Janneber ausgesprochen. Ist ein schwieriger Name, steht auch anders da, aber das zeigt offensichtlich, dass ich doch noch nicht so bekannt bin, dass das schon jeder wüsste. bei mir kriegen Sie ein paar Bilder. Ist ja schon viel geredet worden in der Hoffnung, dass das die Sache etwas abwechslungsreicher macht. Ich habe, wie Herr Horn auch, sehr viel Respekt vor diesem Gesamtkunstwerk, nenne ich das mal, weil es wirklich einen sehr großen und interessanten Bogen schließt. Und die Schwierigkeit für einen Diskutanten oder Kommentator ist, dass man es auf der generellen Ebene diskutieren könnte
Und dann ist die Gefahr, dass man in so eine ideologische Grundsatzdiskussion kommt. Oder man greift sich die vielen, vielen kleinen Vorschläge vor und analysiert die im Detail. Und dann ist die Sorge, dass man sich im Klein-Klein verliert. Und das, was ich versuchen möchte, ist also jetzt irgendwie die ganz wichtigen, konkreten Vorschläge dieses Vorschlags auseinanderzunehmen, zu diskutieren. Ich werde das anhand von 5 Fragestellungen machen und das ist das Ziel dieses Vortrags. Nun, das erste ist die Frage, ob die Schuldenbremse durch eine, ja, wie auch immer geartete Investitionsschutzregel oder Investitionsquote ergänzt werden muss. Und mein Eindruck ist, dass die Autoren dieser Studie so eine gewisse ambivalente Position hier einnehmen. Nämlich zum einen ist da die Enttäuschung über die alte Verschuldungsregel Artikel 115, die eben einen falschen Investitionsbegriff hat, aber eben nicht nur daran gescheitert ist, sondern in meinen Augen auch an den politischen Ausnahmetatbeständen, die immer wieder getroffen worden ist. Gleichzeitig ist eine Sympathie für diese goldene Regel als Leitbild erkennbar. Und daraus wird eben entwickelt, eben diese einfach gesetzliche Regel, um die Investition zu sichern. Mein Punkt setzt hier an, oder 4 kritische Punkte, die mir hier auffallen. Das erste ist der Punkt, der auch schon von Frau Heidock angesprochen worden ist. Ich wäre sehr vorsichtig, die parlamentarische Autonomie weiter einzuschränken. Ja? Und bevor man das tut, glaube ich, muss man sehr, sehr starke Evidenz haben, dass nur durch einen zusätzlichen Eingriff wie eine derartige Regel das Problem beseitigt werden kann. Hierzu fehlt mir einfach die Evidenz, also andere Länder, die Schuldenbremsen oder ähnliche Regeln haben, wie die Bundesstaaten in den USA oder wie die Schweiz. Dort ist mir keine systematische, überzeugende Evidenz bekannt für dauerhafte Unterinvestitionen. Der zweite Punkt hier oder der dritte Bullet Point ist, dass ich auch nicht ganz sehe, dass die niedrigen öffentlichen Investitionen ein Phänomen sind, die erst seit der Schuldenbremseneinführung 2009 aufgetreten sind, sondern Herr Horn hat es ja beschrieben und andere auch, das ist ein sehr viel längeres Problem. Das heißt, der Zusammenhang zwischen Schuldenbremse einerseits und öffentlichen Investitionen andererseits ist mir nicht ganz offensichtlich. Der letzte Punkt hier ist die Frage, wer eigentlich die öffentlichen Investitionen tätigt und vielleicht zu wenig tätigt. Und hierzu, ich hoffe, dass Sie das vielleicht zumindest in grobem Schema sehen können. Hier habe ich Ihnen mal die Sachinvestitionen in 2013, also vom letzten Jahr, in Euro pro Einwohner. Und dann sehen Sie hier die 16 Bundesländer. Mal aufgelistet, das kommt aus einer Studie, die gerade im August herausgekommen ist vom PwC. Und ich glaube, die interessante Erstbeobachtung ist, dass wir Acht geben müssen, dass wir tatsächlich hier die Extrahaushalte der Länder und Gemeinden mit einbeziehen müssen. Das heißt, nicht nur die Investitionen der Kernhaushalte. Zum Zweiten müssen wir betrachten die unterschiedliche Ebene zwischen Gemeinden und Ländern. Und hier sehen Sie relativ zu einem für Deutschland durchschnittlichen Abschreibungsbedarf, sehen Sie, dass die Investitionen der Länder, die hier in dieser mittleren Spalte sind, gar für viele Länder, zumindest in der sehr viel näher an diesem Abschreibungsbedarf orientiert sind, als für einige der Kommunen. Das heißt mit anderen Worten, das Unterinvestitionsproblem bei den öffentlichen Investitionen ist vor allem auch stark ein Problem der Gemeinden, die wiederum nicht direkt unter der Schuldenbremse liegen. Punkt 2. Ist die Schuldenbremse glaubwürdig? Und hier ist mein Ansatzpunkt, dass ich das Gefühl habe, dass die Autoren dieser Studie und viele andere in der Politik, aber auch vielleicht in anderen Bereichen, davon ausgehen, dass die Schuldenbremse da ist, kommt und verwirklicht wird. Und jetzt setzt die Studie oder die Kommission setzt sogar noch einen drauf. Sie sagt, wir wollen nicht nur einen ausgeglichenen Haushalt strukturell, sondern wir wollen sogar langfristig einen Überschuss von 1% des BIP, um den demografischen Wandel abzufedern. Das finde ich prinzipiell durchaus erstrebenswert. Anders als Herr Horn habe ich gewisse Sympathien für diese Regeln, weil ich glaube, dass sie ohne diese Regeln wir in der Vergangenheit nicht gut gefahren sind. Aber von diesem Punkt mal abgesehen,
habe ich erhebliche Zweifel, dass die Einhaltung der Schuldenbremse auf Länderebene eine ausgemachte Sache ist. Zwei kleine Punkte der Evidenz. Zum einen eine Studie, die ich zusammen mit dem ZDW gemacht habe. Wir haben uns die Mühe gemacht, alle Landtagsabgeordnete in Deutschland, aller 16 Bundesländer, es waren über 1800 Abgeordnete, zur Einhaltung der Schuldenbremse zu befragen. Das ist schon 2 Jahre her, aber immerhin. Und ich möchte Ihnen zeigen, wie die Antworten aussahen. Wir haben die Antworten, und zwar haben wir die Antworten kreuzweise, das heißt, ein bayerischer Abgeordneter hat eben die Berliner Einhaltung beurteilt und seine eigene und die Baden-Württemberger und so weiter. Also wir haben 16 Bundesländer, die kreuzweise sich beurteilen, und wir haben über 600 Antworten von Landtagsabgeordneten bekommen. Und was Sie hier deutlich sehen, ist, dass die Frage, ob mit hoher Wahrscheinlichkeit die Schuldenbremse 2020 eingehalten wird, nur 4 Bundesländer, Bayern, Baden-Württemberg, Sachsen und Hessen, mehrheitlich von diesen über 600 Abgeordneten die Einhaltung zugetraut wird. Und Sie sehen, wie niedrig die Zahlen hier für einige andere Bundesländer sind. Aber Sie können sagen, das ist ja nur Meinung. Wie steht es um objektive Daten? Hier zeige ich Ihnen eine Studie von Ingolf Deubel zu der Frage, welche Ausgabensteigerung jährlich, real, können sich die Bundesländer leisten, wenn sie 2020 die Schuldenbremse einhalten wollen. Das ist eine etwas kompliziertere Rechnung, kann ich nicht in allen Details jetzt drauf eingehen. Und ich würde sogar sagen, die Zahlen sind etwas zu pessimistisch. Aber sie sind von der Ordnung nicht völlig verkehrt. Mit anderen Worten, was hier bedeutet, das Saarland hier wird hier angeführt, dass es sich eben noch minus 3,7% reale, also einschränken muss, real, nicht nur real einschränken müsste, um die Schuldenbremse einzuhalten, unter bestimmten Annahmen, Einrechnung von Zinsen und Versorgung, komplizierte Berechnungen. Ich würde sagen, der Beirat des Stabilitätsrats, dem ich vorsitze, wir aktualisieren diese Berechnungen, wir kommen zu etwas optimistischen Rechnungen, werden die auch im Dezember veröffentlichen. Aber wie auch immer man das sieht, wir sehen nur etwa 4 Länder im negativen Bereich, hier sind es deutlich mehr. Aber worauf ich hinaus will, ist, ich halte die Schuldenbremse und deren Einhaltung für lange nicht ausgemacht. Ich komme zum politischen Teil. Obwohl das vielleicht ist mir klar, in der Studie werden viele Steuern diskutiert, es nimmt nur einen kleinen Raum ein, aber ich glaube, ich muss doch etwas dazu sagen. Welche Rolle sollte die Einkommensteuer spielen? Es werden moderate Erhöhungen der Einkommensteuer vorgeschlagen, gerade bei den Spitzeneinkommen. Nun, was mir ein bisschen fehlt bei der Studie, ist eigentlich die Betrachtung, dass wir uns einer Weltwirtschaft bewegen, in einer globalisierten Welt, in der die Mobilität der Steuerbasen eine große Rolle spielt. Das wird zwar so manchmal andiskutiert, aber nicht in der Konsequenz zu Ende gedacht. Nun ist das Thema Einkommensteuer natürlich ein Thema, wo man schnell in ideologische Debatten verführen kann. Ja, und wenn ich jetzt sagen würde, naja, wir nehmen Gérard Depardieu, der dem vermeintlich hohen französischen Steuersätzen nach Russland gewandert ist, dann würden Sie sagen, das ist ja nur anekdotische Evidenz und darauf können wir nicht setzen. Also kommt der volkswirtschaftliche Teil dieses Vortrags im Sinne des etwas wissenschaftlichen Teils. Es gibt mittlerweile sehr brauchbare Studien von auch sehr anerkannten Ökonomen, die anhand von guten Feldexperimenten, sage ich mal, sich angeschaut haben, wie die Reagibilität von Hoch- und Spitzenverdienern aussieht, und das ist anhand einmal von Dänemark passiert, weil dort eben sehr viele Experimente gemacht worden ist, und dort sieht man, dass eben sehr starke Reaktionen, Zuwanderung bzw. Abwanderung auf hohe Spitzensteuer, also auf Steuersätze erkennbar ist. Und diese Studien würden nachlegen, wenn man einen Steuersatz nur auf diese Spitzenverdiener legen würde, dann wäre der aufkommensmaximierende Steuersatz, bei 40% und darunter. Also da sind wir schon drüber. Und vielleicht wollen wir den Leuten ja noch ein bisschen was, nicht nur das Aufkommen maximieren von denen, vielleicht schon, aber selbst wenn wir das wollten, wäre es höher. Es gibt auch andere Studien, die zweite Studie hier für Frankreich, ein kalibriertes Modell, die ebenfalls durch die Mobilität von Verdienern, und zwar jetzt nicht nur ausländischen Verdienern, sondern allgemein zeigen, dass
die Steuersätze deutlich, mitunter deutlich unter 40%, die Spitzensteuersätze liegen sollten, selbst wenn nur ein kleiner Teil der Bevölkerung mobil wäre. Also ich denke, diesen Aspekt sollten wir hier einbeziehen, denn damit folgt natürlich, dass unilaterale Erhöhungen der Einkommensteuer in Deutschland negativ sich aufwirken würde für die Zuwanderung. Und das ist ja ein Aspekt, den wir auch aus demografischen Gründen vielleicht haben wollten. Gleichwohl will ich natürlich erwähnen, wo das wieder ein abendfüllendes Thema wäre, es gibt natürlich andere Steuerinstrumente. Mir würde die Erbschaftssteuer viel besser gefallen, der mehr Einnahmen zu erlangen und damit für insbesondere intergenerative Gerechtigkeit zu sorgen. Gut, vierter Punkt. Es wurde angesprochen, dass der Fiskalpakt, der europäische Fiskalpakt, der eine Schulden- oder eine Defizitgrenze für den Gesamtstaat in Deutschland ausmacht, möglicherweise ergänzt werden muss durch das Instrument einer automatischen Steuererhöhung bei der Umsatzsteuer. Und das wird in dem Vorschlag Blue Tax bezeichnet. Und erlauben Sie mir hier zunächst etwas den Begriff zu kommentieren, weil es wäre erst naheliegend zu sagen, es müsste die Green Tax sein, aber die Green Tax ist natürlich schon besetzt. Dann dachte ich, naja, vielleicht versuchen Sie das auf subtile Art und Weise, das politische Erbe einer Partei anzutreten, die gelb und blau in ihren Farben hat, aber das habe ich dann auch verworfen, weil Steuererhöhung passt irgendwie auch nicht. Und dann habe ich gedacht, dann google ich das mal und schau mal, was da kommt, Blue Tax. Und da habe ich das gefunden. Das ist also eine amerikanische Firma, die Ihnen hilft, sich gegen die Steuerdurchsetzung des amerikanischen Fiskus durchzusetzen. Also Stop IRS Collection. Der IRS ist die Internal Revenue Service der USA. Also das scheint mir auch nicht ganz passen, aber mit anderen Worten, der Begriff ist schon besetzt. Und deshalb sollte man vielleicht nochmal über den Begriff nachdenken. Aber jetzt Spaß beiseite, ich will natürlich auch inhaltlich was dazu sagen. Ich würde Ihnen zustimmen, dass die jetzigen Sanktionsmechanismen auf europäischer Ebene nicht wirkungsvoll oder nicht besonders geschickt sind. Ich sehe aber auch Probleme bei der Umsetzung, bei der praktischen Umsetzung dieses Vorschlags. Das eine ist wieder, Herr Horn hat es auch schon angesprochen, ein Stück weit, nicht? Wie schnell und wie punktgenau kann man reagieren auf bestimmte Phänomene. Hier wäre die Frage, wie viel Zeit braucht man eigentlich, um so eine Steuererhöhung durchzuführen. Das zweite Problem ist natürlich die prozyklische Wirkung, wenn man in einer Krisensituation möglicherweise die Steuer weiter erhöht. Da kann man natürlich argumentieren, naja, es wird ja gar nicht dazu kommen, weil die Abschreckung so groß ist. Aber naja, also da habe ich so meine Bedenken. Und der dritte Punkt ist, dass wir natürlich sicherstellen müssten bei diesem Vorschlag, dass nicht simultan Steuersenkungen das Ganze konterkarieren. Und das halte ich auf einer gesamtstaatlichen Ebene für problematisch. Wir sehen das an der Debatte über die Maut momentan. Wieder versuchen wir zwei Steuern, nicht Kfz-Steuer, Mineralsteuer, Mautsachen gegeneinander auszuspielen. Ich spare mir den letzten Punkt aus Zeitgründen, komme damit zu meiner letzten Bemerkung oder letzten Fragenkomplex, die ich eigentlich am wichtigsten mit und am interessantesten finde, nämlich welchen Art von Föderalismus wollen wir eigentlich? Und das gefällt mir an der Kommission, an dieser Studie so, dass es dieser Frage nicht ausweicht. Und hier wird ja in der Studie zwei verschiedene Richtungen eben angedeutet, also die Frage, eine Möglichkeit, man lässt die Länder sozusagen ganz reduziert da und geht auf den lokalen Level oder wir führen so einen richtigen Bundesstaat ein. Ich würde der Kommission zustimmen wollen, dass die jetzige Situation unbefriedigend ist. Der Bund momentan führt häufig die Retterfunktion in Notlagen aus, hat aber gleichzeitig wenige Rechte, die Finanzen der Länderhaushalte in guten Zustand zu bringen. Und der Stabilitätsrat, das ist ja das Gremium der Länderfinanzminister, Bundes- und Finanz- und Bundeswirtschaftsminister, hat dort wenig Rechte. Darauf kann man auf zweierlei Arten und Weisen reagieren. Man kann entweder das machen, was Herr Schäuble und Herr Scholz, Bürgermeister von Hamburg, gerade vorgeschlagen haben, nämlich sozusagen mehr Zentralisierung, mehr Durchgriffsrechte für den Bund und für den Stabilitätsrat fordern.
Oder aber, und das ist die Alternative, man kann darauf antworten, indem man mehr Dezentralisierung zulässt. Das heißt aber, man müsste die Länder mit mehr Möglichkeiten ausstatten, insbesondere einer geeigneten Steuerautonomie und verbunden mit einer zumindest eine No-Bail-Out-Klausel für einen Teil der Schulden, damit die Anreize richtig gesetzt werden für korrekte, anreizkompatible Finanzpolitik. Mein Argument ist einfach, beide Systeme haben Vor- und auch Nachteile, die ich hier auch aufgelistet habe. Ich glaube, wir sollten uns sehr intensiv um diese Diskussion kümmern und ich glaube grundsätzlich, dass die Länder ihre Daseinsberechtigung haben. Nur bisher haben wir ihnen sozusagen es leicht gemacht, nach Geld zu rufen. Und jetzt mit der Schuldenbremse kommen sie in Zugzwang und wir sollten ihnen sozusagen auch eine klare Alternative geben. Und die eine Alternative ist in der Tat, ihnen mehr Rechte und mehr Verantwortung zuzubilligen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank. Es war eine Fülle von Anregungen, müssen wir sehen, ob wir die im Verlauf des Abends tatsächlich alle angemessen reflektieren können. Aber ich glaube, wir müssen notgedrungen damit beginnen, den Schmetterschlag von Gustav Horn zu retournieren. Aber das war ja die fundamentale Herausforderung, zu sagen, dass die Argumentation und das Ziel der Kommission, das eigentlich darauf rausläuft, die Schuldenbremse zumindest für einen Übergangszeitraum noch zu verschärfen, durch die Akkumulation von Überschüssen in den öffentlichen Haushalten, unvereinbar ist mit einer wachstumsorientierten Politik, die auf Vollbeschäftigung zielt und dass jede Form von starren Fiskalregeln letztlich kontraproduktiv ist, dass wir gerade mehr Flexibilität brauchen, also atmende öffentliche Haushalte, die auch eine antizyklische Funktion spielen können. Das war, glaube ich, sagen das Kernargument, während umgekehrt, und soweit ich es verstanden habe, hat Professor Janeber dafür zumindest gewisse Sympathien, ist, dass ohne Selbstfesselung der Politik, es erinnert einem ja so ein bisschen an die Geschichte von Odysseus, der, als er sagen, die Insel oder die Klippen mit den Sirenen sagen, passiert, sich am Mast festbindet, um ihren Verlockungen nicht zu erliegen. Also die Politik muss sich selbst die Hände binden, um der Versuchung, Wahlen durch Verschuldung zu gewinnen, ich sage es mal sehr grob, entgegenzuwirken. Also wie lösen wir das auf und löst es sich überhaupt auf, Anja? Ja, ich würde dazu gerne eine Bemerkung machen, weil wir vielleicht an der Stelle für meine Begriffe auch vorausgesetzt haben, so wie die Schuldenbremse definiert ist und wie sie nach meinem Verständnis auch angewendet werden kann, ist sie nicht in der Weise starr, wie Sie das ja dann auch mal jetzt dargelegt haben. Die Schuldenbremse offiziell in Kraft getreten ist 2009. Ich war Senatorin 2008 in Hamburg. Wir haben im Haushaltsjahr 2009 in Hamburg selbstverständlich bei dem Einbruch, den wir hatten, und dafür gibt es auch Regeln, und so einen Einbruch hatten wir ja die 60 Jahre zuvor nie gehabt, ein Konjunkturprogramm nicht nur in Hamburg, sondern in Bund und Ländern gemacht, was ja, glaube ich, nach allen empirischen ökonomischen Daten sehr effektiv war. Und das ist auch mit dem neuen Schuldenregime nicht ausgeschlossen. Das ist mir wichtig, das nochmal zu sagen. Wenn wir jetzt wirklich eine dermaßen starre Finanzpolitik wollten, dann würde die zu wenig reflektieren, wie eine Gesellschaft und eine Ökonomie funktioniert. Aber was wir ja auch gesehen haben, wenn man vielleicht, das wäre auch nochmal eine neue Studie oder eine kleine Untersuchung wert, wo und in welchen Jahren
Sind denn übermäßig viel Schulden gemacht worden? Waren das alles nur schlimme Krisenjahre? Da würde ich mal aus meiner lebhaften Erinnerung in meinem eigenen Leben ja sagen, nein, die letzten 51 Jahre waren nicht so krisenkonstant, wie wir konstant Schulden gehäuft haben. Und deswegen würde ich mal sagen, wir brauchen ein effektiveres Schuldenregime, was sehr wohl konjunkturelle Reagibilität zulässt. Als wir die Schuldenbremse in Deutschland damals diskutiert haben, haben wir Grünen stärker für so eine Nettoinvestitionsschuldenbremse gestritten. Dann hat es eine etwas andere Definition gegeben. Ich wollte nur sagen, wenn wir jetzt diskutieren, wir wollen einen einprozentigen Überschuss, dann ist das für mich in dem Verständnis, dass wir den für die nächsten Jahre brauchen, weil wir es zu tun haben mit einer überhöhten Verschuldungssituation. Wir plädieren ja nicht für einen Zustand der totalen Rückführung aller öffentlichen Schulden, sondern um in die Nähe dieses 60% BIP zu kommen, wo man ja auch den Staat in seiner Rolle als Puffer und alles sehr wohl auch begreift. Diese Funktion haben wir ja nicht vom Grundsatz her ausradiert. Und deswegen möchte ich eigentlich die Frage mal zurückgeben, haben wir es nicht auch mit einer Situation zu tun, wo wir einen Schuldenstand in einer verträglichen Balance halten sollten? Wir haben ja vor einigen Jahren schon gesehen, wie einige Staaten dem Finanzmarkt ziemlich ausgeliefert waren und auf Solidarität anderer Gebietskörperschaften angewiesen waren. Und deswegen verstehe ich so, dass ein angemessener öffentlicher Schuldenstand absolut erträglich ist, aber er sollte nicht überbordend sein, was das Thema Vertrauen und Glaubwürdigkeit von Rückzahlungen angeht. Und ich kann auch gar nicht verstehen, warum in jedem Unternehmen vernünftig Rückstellungen gebildet werden für feste Leistungszusagen und das bezogen auf Beamtenpension nicht sinnvollerweise auch vorgesehen werden sollte für einen öffentlichen Haushalt. Ich finde, das ist eine Schwäche und da hat mich noch kein Argument überzeugt, dass das nicht insofern auch sinnvoll ist, mit Rückstellungen zu arbeiten, um solche Belastungen nicht in den Haushaltsjahren zur Auszahlung zu bringen, wo dann ein sehr, sehr hoher Prozentsatz nicht mehr aktiv arbeitet. Wir bleiben jetzt noch einen Moment auf dem Podium. Ich würde jetzt aber auch die Mitglieder der Kommission einladen, wenn ihr wollt, euch einzuklinken in die Debatte. Ja. Ja, also ich teile Ihren Optimismus nicht, was die Flexibilität solcher Regeln angeht. Wir haben das durchaus sukzessive durchgespielt, auch mit den rechtlichen Möglichkeiten. Naja, Sie haben die Konjunkturprogramme gemacht, weil die Schuldenbremse noch nicht galt zu dem Zeitpunkt. Deshalb konnten Sie sie machen. Man darf nämlich kein Konjunkturprogramm machen, solange die Prognosen nicht sagen, dass die Wirtschaft um mehr als 2% einbricht. Deshalb habe ich eben gesagt, diese Prognosen hatten wir erst im Frühjahr des Jahres 2009, als das Kind schon tief im Brunnen lag. Und wir wissen ja, je später man agiert, desto schlimmer wird es und desto teurer wird es auch am Ende. Das heißt, man muss frühzeitig reagieren und das ist genau verhindern, solche starren Regeln, weil sie eben sagen, solange nicht ein solcher Einbruch vorhersehbar ist, darf der Staat nichts tun. Das heißt, er verführt zum Verzögern, er verführt zum Aufschieben und macht es dadurch nur schlimmer. Und das würde natürlich, je höher man die Latte legt, umso schlimmer werden. Und das ist mein Problem mit einer solchen starren Regel. Das heißt nicht, dass ich generell für mehr Schulden plädiere. Das ist Unsinn. Ich finde auch, die konsumtiven Ausgaben des Staates sollten voll finanziert sein. Und zwar nicht wegen der Generationengerechtigkeit. Das wird ja auch immer nur halbrichtig dargestellt. Sie haben eben von der Steuerzahlerbelastung in der Zukunft dargestellt. Meine Kinder werden zum Beispiel Staatspapiere erben. Das heißt, die sind nicht nur Steuerzahler, was sie hoffentlich sein werden, sondern auch Gläubiger des Staates und kriegen Zinsen vom Staat. Die leiden da wahrscheinlich nicht so drunter. Nun sind wir in einer privilegierten Situation. Das heißt, aber es ist weniger eine Frage der Generationengerechtigkeit, sondern eine Frage der Verteilungsgerechtigkeit in der Zukunft zwischen Steuerzahlern und Gläubigern. Das, finde ich, sollte man auch richtig framen, wie man so schön politisch sagt. Und nicht nur einfach so framen, als ob nur unsere gesamten Kinder darunter leiden werden. Ein Teil der Kinder wird darunter leiden. Fairerweise haben wir uns ja zur Verteilung auch geäußert. Ja, aber in diesem einen Punkt haben Sie sich so geäußert, wie sich die konventionelle Mehrheit der Ökonomen äußert. Und das ist falsch. Ja? Das ist für mich auch eine der Erkenntnisse, wo ich sehr daran zu knabbern habe, dass wir unmittelbar nach den Krisenentwicklungen der letzten Jahre
doch den vielversprechenden Beginn einer Reformdebatte des ökonomischen Denkens hatte, wo wir neue Konzepte überlegt haben, um mit solchen Situationen fertig zu werden. Ich muss heute sagen, dass wir hier ein intellektuelles Rollback in Deutschland haben. Vielfältig. Diese relevanten Debatten finden im Ausland statt. Die kann ich mit amerikanischen Kollegen, mit französischen Kollegen diskutieren. Ich kann sie kaum in Deutschland diskutieren, weil hier steht die schwarze Null ganz vorne als wirtschaftspolitisches Ziel. Da werden alle diese Flexibilitätsanforderungen an Wirtschaft, diese fundamentale Unsicherheit des wirtschaftlichen Geschehens völlig ausgeblendet. Herr Janneber, ich weiß nicht, ob Sie sich angesprochen fühlen, wenn man von konventionellem Denken in der Volkswirtschaft redet, aber ich vermute, es gibt da auch zwischen Ihnen einen gewissen Diskussionsbedarf. Ja, also das Thema VWL und der Darstellung, da könnten wir den ganzen Abend mitfüllen. Darauf werde ich jetzt nicht eingehen, obwohl es mir in den Fingern juckt. Aber ich möchte auf die Schuldenregel eingehen, weil es, glaube ich, ganz fundamental zum Verständnis ist, was die Schuldenbremse und auch der Fiskalpakt tun. Im Gegensatz zur Maastricht-Regel, die Maastricht-Regel von 3%, ist ja auch eine Defizitregel, ist auf den Finanzierungssaldo bezogen, auf den unbereinigten Finanzierungssaldo. Die Schuldenbremse und der Fiskalpakt sind strukturelle Regeln. Das heißt, wir schauen an, wir korrigieren den Finanzierungssaldo um die konjunkturelle Komponente. Das ist erstmal, also nennt man, würde ich sagen, die zweite Generation der Fiskalregeln, die diesen Punkt beinhaltet. Und das hat Sinn, weil wir wollen über den Konjunkturzyklus hinweg eine Glättung haben. Und das bedingt, dass wir eben in Boomphasen eben sozusagen mehr zurückhalten und in schlechteren Phasen mehr Ausgaben. Nun hat Herr Horn natürlich recht, dass sozusagen das Timing eine wichtige Sache ist und in sehr starken, sehr abrupten Krisen könnte es zu einem Problem kommen für diese Regel. Aber die typischen Rezessionen und Boomphasen werden von dieser Regel, glaube ich, sehr ordentlich abgebildet. Und dann, um vielleicht zur Ausnahme, ich nenne das mal eine Ausnahmesituation, die wir gerade erlebt haben, sieht auch der Fiskalpakt Ausnahme, Notregeln für Ausnahmesituationen fest. Da müsste man natürlich genau definieren, was ist eine Notlage, aber ich würde die Entwicklung, die wir 2008 eingesetzt haben und 2009 deutlich erkennbar war, als eine derartige Notlage sehen und darauf dann reagieren können. Also ich bin auch optimistischer, was die Feinfühligkeit dieser Regeln angeht, um auf solche Situationen reagieren zu können. Jetzt muss ich doch nochmal der Klarheit halber sagen, an die Anja oder an die Adresse der Kommission fragen, würdet ihr denn diese Verpflichtung zur Erwirtschaftung von Überschüssen auch in Rezessionsjahren aufrechterhalten? Und wie soll dann diese Quadratur des Kreises geleistet werden? Auf der einen Seite einen mehr als ausgeglichenen Haushalt zu erwirtschaften und gleichzeitig die Investitionsseite zu stärken. Guten Abend nochmal von meiner Seite. Also die Frage ist ja einerseits, die wir hier diskutieren, haben wir eine Schuldenregel, die jetzt nun ganz sauber und ganz perfekt alle konjunkturellen Schwankungen vorhersieht oder nicht? Das ist eine technische Ausgestaltungsfrage. Wir haben uns ja zunächst einmal, indem wir gesagt haben, die Schuldenbremse ist gesetzt, auch gesetzlich, und wir haben nicht wieder diese alten Diskussionen aufmachen wollen, die wir die letzten 10 Jahre ja immerwährend wieder führen und sozusagen, ist das nun die perfekte, die ist jetzt nun mal da. Und die wollten wir jetzt nicht sagen. Und die Frage war eher, machen wir jetzt diese strukturelle Null, reicht das aus oder müssen wir über diese Eins reden? Und das ist ja die Frage, wo auch Herr Horn uns sagte, darüber müssen wir nicht reden, weil das sowieso nicht funktioniert. Und lasst uns das einfach nicht machen. Und die Frage ist schon, also wenn ich gerade auch, wenn heutzutage sprechen Sie mit den Haushaltspolitikern in den Landesparlamenten und lassen Sie sich von denen mal in einer ruhigen Minute illustrieren, wie die von Jahr zu Jahr sehen, wie ihnen die Pensionslasten, die alle, die Parlamente natürlich demokratisch sauber abgesichert in den 70er, 80er Jahren
anfingen aufzubauen, indem man eben halt wegen der Bildungsexpansion, die war notwendig und auch sehr hilfreich, wie diese Pensionslasten, die völlig unfundiert sind und die jeden Landeshaushalt, gerade der westlichen Länder, in den nächsten 15 Jahren zum Platzen bringen wird, wie die damit umgehen. Und wenn ich denen sage, tut mir leid, der Staat hat die Aufgabe, die Konjunktur zu glätten und muss gar nicht über die nächsten 3, 4 Jahre in die Zukunft gucken, denn im Zweifelsfall ist ja der Trost tatsächlich, manche Kinder erben denn mehr Staatsschuldpapiere als andere. Das hilft den öffentlichen Haushalten gar nicht. Sondern tatsächlich da ist die Frage, und dieser Nachhaltigkeitsgedanke ist doch einfach eine relevante Frage. Und wenn wir uns dieser Diskussion stellen, mit den Instrumenten, ist das auch, hat das auch nichts mit alter oder neuer Ökonomie zu tun, nur weil man es mal wagt, über den Zeitraum von 5 Jahren weiter in die Zukunft zu gucken. Die Zukunft kommt und der müssen wir uns stellen. Und das haben wir mit diesem Papier gemacht. Und die Konjunkturreagibilität, die in der jetzigen Schuldenbremse drin ist, die haben wir quasi als Gesetz auch für uns genommen. Also wir haben nur ein anderes Zielniveau dann definiert. Das finde ich nur nochmal wichtig. So habe ich es auch verstanden. Und da die nicht reicht, gilt meine Kritik da auch. Aber ich will auch mal auf das Thema gehen, das Sie angesprochen haben. Selbstverständlich geht es nicht nur um konjunkturelle oder Krisensituationen, wo es inadäquat ist, sondern auch tatsächlich um Lasten, die der Staat in der Zukunft hat. Und ich würde diese Lasten nennen und die Lasten, die Sie ja auch völlig zu Recht in dem Gutachten ansprechen, die verfallene Infrastruktur. Ja, da kann man ja Zahlen ausrechnen, die in die dreistelligen 100 Milliarden Beträge gehen, wo ein Investitionsbedarf ist. So. Und dieser Frage muss man sich stellen, wie finanziere ich das denn, wie kann ich das machen? Da hilft uns diese Regel jetzt erstmal überhaupt nicht weiter. Da wird man sich nicht um die Frage herumdrücken können, wie wir über Steuern denken, die wir erhöhen müssen. Ja? Dies ist, wird sicherlich ein Bestandteil sein und da müssen wir dann darüber reden, ob wir eine Fluchtbewegung auslösen, weil wir den Spitzensteuersatz vielleicht etwas anheben. Ja? Das wäre ja im Übrigen, wenn die Menschen das so denken würden, ja völlig unökonomisches Denken, was sie ihnen da unterstellen. Es ist ja nicht so, als ob der Staat das Geld verbrennt. Ja, das wird immer so unterstellt bei Ökonomen. Wenn der Staat das hat, dann verbrennt er das, dann ist es weg. Er macht was damit. Er macht ja sogar mehr damit, gibt ja sogar mehr Geld aus, als er eigentlich einnimmt. Ja? Er baut zum Beispiel damit eine bessere Infrastruktur. Das heißt, ein ökonomisch denkender Spitzenverdiener würde sagen, okay, ich muss etwas mehr bezahlen, aber ich bekomme auch mehr dafür. Das Preis-Leistungs-Verhältnis muss stimmen. Insofern finde ich diese Sichtweise etwas einseitig. Und in Dänemark ist mir nicht bekannt, dass es den Dänen so besonders schlecht geht, trotz ein wesentlich höherer Steuersätze als bei uns. Und sie haben vor allen Dingen die wesentlich bessere Infrastruktur. Das heißt, diese Steuerfrage stellt sich uns schon. Ich glaube auch nicht, dass man alles über die Einkommenssteuer regeln kann. Ich glaube sogar, dass wir eine Steuerreform bei der Einkommenssteuer brauchen, die eher in der Summe entlastend wirkt in den mittleren Einkommensschichten. Progression. Aber dann muss man auch ehrlicherweise sagen, und wo nehmen wir dann die zweistelligen Milliardenbeträge her, die uns dann fehlen, plus das, was wir an öffentlichen Investitionen brauchen. Das ist doch die Kernfrage. Und um diese Kernfrage drücken sich alle Parteien heute gerne herum. Ja, wir reden ja relativ offen über Mikro. So, Herr Janiba, Sie wollten reagieren. Ja, die Studien, wenn Sie sich die anschauen, dann müssen Sie den Personen vorwerfen, dass sie sich irrational verhalten haben. Die sind nämlich gewandert. Die werden ja gerade gemessen. Also ich gehe ja nicht davon aus, was mein Traumbild ist, zu sagen, okay, die haben sich entschieden zu kommen oder nicht zu kommen oder zu gehen. Das heißt, und darauf ist mein Hinweis, wir sollten die Reaktion der Menschen, der Unternehmen einbeziehen. Und das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Ich habe nochmal eine weitere Rückfrage an Sie. Also ich habe ja lange Landespolitik, Stadtstaatpolitik gemacht. Wenn man Ihr Schaubild, also diese Umfrage, sich nochmal vor Augen führt, glauben denn die Abgeordneten, also diejenigen, die am Ende Haushalte beschließen, glauben die daran, dass die Schuldenbremse einzuhalten ist? Und dann sehen wir, der ist ziemlich im Keller, dieser Glaube. Ja, also welche Schlussfolgerungen ziehen wir denn daraus, bitte? Also wir haben
Also erstmal muss ich nochmal betonen, wir haben diese Studie vor 2 Jahren, diese Umfrage gemacht. Wir sind dabei, die jetzt wieder zu wiederholen. Also wir werden auch sehen, wie sich das im Zeitablauf ändert. Es ist mir wichtig, dass wir diese Erwartungsbildung im Zeitablauf dokumentieren und verstehen lernen. Lassen Sie mich mit einem mit einer weiteren Beobachtung aus dieser Studie kommen, damit deutlich wird, woran das liegen könnte. Wir haben untersucht, verglichen, wie ist die Eigeneinschätzung, also wie tut ein Berliner Abgeordneter über die Einhaltung Berlins nachdenken, verglichen mit der Vorstellung, wie alle anderen Abgeordneten über die Einhaltung in Berlin nachdenken, also die Abgeordneten außerhalb Berlins. Also ich nenne das die Fremdeinschätzung und die Eigeneinschätzung. Was glauben Sie, was da herauskommt? Wenn Sie sich Baden-Württemberg und Bayern anschauen, dann werden Sie sehen, das ist praktisch mehr oder weniger einheitlich. Die eigenen denken sehr ähnlich wie die Fremden. Wenn Sie sich Berlin, Bremen, Saarland etc. anschauen, werden Sie feststellen, dass es einen großen Unterschied gibt, dass die Eigeneinschätzung wesentlich, dramatisch besser ist als die Fremdeinschätzung. Und jetzt kann man natürlich sagen, es kann an 2 Gründen liegen. Nämlich die eine ist, dass das Phänomen, das Sie aus der Psychologie kennen, ist nämlich diese Overconfidence. Ja, wir glauben alle, dass wir 80% der Deutschen glauben, dass sie besser als der Durchschnitt Auto fahren. Ja, dass wir das Budget schon hinkriegen werden. Das ist eine mögliche Erklärung. Oder die andere ist, die Auswärtigen wissen gar nicht, was da eigentlich passiert. Ja, vielleicht tatsächlich ist es so, die haben alles auf einen guten Pfad gebracht, aber die anderen haben es nur noch nicht mitbekommen. Unsere Untersuchungen zeigen, dass eher die Selbstüberschätzung das Wahrscheinlichere ist. Natürlich können wir das nicht endgültig feststellen, aber das heißt mit anderen Worten, ich glaube, meine Sorge oder das, um Ihre Frage zu beantworten, ich habe eine gewisse Sorge, dass hier ein gewisser Selbstüberschätzung ist und das macht es eben stärker, dass die Einhaltung der Schuldenbremse gefährdet ist. Dass die Stunde der Wahrheit dann erst kurz vor 12 Uhr schlägt sozusagen. Nein, ich glaube... Was ist das Ergebnis? Das sagt, dass wir die Schuldenbremse, die sie nicht mögen, nicht unbedingt eingehalten wird. Wir haben sogar auch in dieser Umfrage gefragt, was glauben Sie, was passiert, wenn Länder 2020 die Schuldenbremse nicht einhalten? Und da gibt es einige, die denken, das wird starke Sanktionen geben und andere sagen, ach, da werden wir Geld kriegen vom Bund zum Beispiel. Mit anderen Worten, die Erwartungshaltung, dass es auch eine Art Bailout geben könnte, ist durchaus auch vorhanden. Nicht nur, aber auch vorhanden. Ja. Also das muss man ja... Mit anderen Worten, Sie sagen, die Schuldenbremse funktioniert nicht. Ich habe zumindest meine Zweifel. Aber jetzt, um Ihre Frage zu beantworten, ich glaube, wir werden nicht bis 2019 warten, sondern der entscheidende Punkt ist genau das, was jetzt gerade passiert. In der Bund-Länder-Diskussionsrunde zwischen Länderfinanzministern und Herrn Schäuble über die Neuordnung des Länderfinanzausgleichs und des Solidarpakts II, dort werden die Grundlagen gelegt, die bestimmen, welchen Anpassungsbedarf die Länder jetzt einleiten müssen, um 2020 das zu halten. Ich würde da gerne einen Kommentar aber zu sagen, den ich nicht mit empirischen Studien, sondern mehr aus meiner Befangenheit, aber auch Beobachtung sagen kann. Ich mache seit 97 jetzt im Parlamenten auch viel Haushalts- und Finanzpolitik. Seitdem wir die Schuldenbremse diskutiert haben, schon während des Diskussionsprozesses, sind die Finanzplanungen auch der Länder und auch des Bundes viel stärker darauf überhaupt abgestellt worden, ein solches Ziel zu erreichen. Aus meiner Heimatstadt Hamburg kann ich sagen, ich glaube nicht, dass es einen SPD-Bürgermeister gegeben hätte, und das ist jetzt gar nicht abhängig davon, ob es Herr Scholz ist oder jemand anders, der unbedingt diese Art von finanzpolitischem Weg aufgezeichnet hätte, wenn wir nicht diese neuen Regeln hätten. Und deswegen glaube ich, ich kann mich an die Befragung erinnern, weil ich damals noch in einer Rolle war, dass man mir die zuschickte. Habe ich vorhin gedacht, ich kenne dich doch, erinnert mich an was. Und deswegen glaube ich, muss man auch, darf ich vielleicht den Hinweis geben, ich will ja gar nicht die Empirie in Frage stellen, dass natürlich vor dem Erfahrungshintergrund, den die befragten Parlamentarier haben, ist das eigentlich so, dass wir uns an Schuldenregeln halten? Natürlich aus der Erfahrungshorizont, den die Menschen hatten, eigentlich kein ungewöhnliches Ergebnis ist, dass man gesagt hat, wahrscheinlich eher nicht. Aber wir haben jetzt eine andere Regel, und was mich eigentlich viel mehr umtreibt, was passiert eigentlich, wenn wir sie nicht einhalten? Bezogen auf Krisen und Flexibilitäten, glaube ich, muss man immer wieder offen sein, dass man reagieren muss.
Und deswegen hatte ich nur dieses Beispiel gebracht. Im ersten Jahr der Schuldenbremse haben wir sie außer Kraft gesetzt, in 2009, und sehr schnell einen Nachtragshaushalt gemacht, der extrem deutlich war, der aber auch geholfen hat. Und ich wollte deswegen nur sagen, mir fehlt die Fantasie, dass im Jahr 2020, 2025, wenn meine Jahrgänge dann in Pension und Rente gehen, dass die dann Jungen diese zugesagten Leistungen einfach durchfinanzieren werden. Ich glaube deswegen, gerade auch aus dem sozialpolitischen Sinn, ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Gesellschaft, die sich dermaßen stark demografisch verändert, bereit ist, einen so hohen Anteil von Leistungen und Sozialtransfers einfach durchzufinanzieren mit der festen Aussicht, dass man selber keine Aussicht darauf hat. Das wird demokratisch nicht funktionieren. Und darauf hätte ich mal gerne eine Antwort, wie wir uns denn demokratisch stabil einrichten wollen auf diese massive Veränderung dessen, was öffentlich finanziert und getragen werden soll. Da höre ich wenig, und da ist unsere Arbeit ein Versuch, nicht durch abrupte Intervention, sondern durch geplante Verabredungen demokratisch auch verträgliche Perspektiven aufzuzeigen. Ja, jetzt muss ich meinen Freund Bert Rürup verteidigen. Das Thema ist ja nicht neu. Das hatten wir schon zu Zeiten der rot-grünen Koalition mit den gleichen Argumenten. Und da hat es eine Reformkommission gegeben, die Rürup-Kommission, die eine Rentenreform beschlossen hat, die dramatisch war, ist vielleicht im ersten Augenblick nicht so gesehen worden. Aber wir haben eine Rentenanpassungsformel, die genau das garantiert, was Sie einfordern. Nein, die Rente mit 63 ist auslaufend. Das, was Sie völlig zu Recht moniert haben, war ja, ist ja die sogenannte Mütterrente. Das hätte in der Tat steuerfinanziert werden müssen. Aber die Rentenproblematik haben wir aus der Perspektive, wie Sie sie sehen, eigentlich gelöst. Wir haben uns ein anderes Problem damit eingehandelt, nämlich das Problem der Altersarmut, das wir in Zukunft haben werden. Und darüber werden wir uns noch Gedanken machen müssen. Das ist die Herausforderung dabei. Nicht, dass wir uns über die Rentenbeiträge beklagen, die da kommen würden. Das Problem ist gelöst mit dieser Rentenanpassungsformel. Das Problem der Pension ist völlig ungelöst. Das ist aber ein Problem, wo ich nochmal ganz klar sage, wir haben eine Unterfinanzierung des Staates auf vielen Ebenen, insbesondere auf der kommunalen Ebene. Die Investitionslücke ist ja, das haben Sie, glaube ich, auch gezeigt, insbesondere auf der kommunalen Ebene. Auf der kommunalen Ebene gehen interessanterweise die härteste Schuldenregelung schon seit längstem. Die dürfen nämlich gar keine Defizite machen. Machen sie trotzdem über Kassenkredite. Ist eigentlich nicht so vorgesehen. Das ist eigentlich nur für kurzfristige Liquiditätsschwankungen vorgesehen. Machen sie aber und haben die Investitionen immer weiter massiv zurückgefahren. Für mich wäre eine nachhaltige Finanzpolitik, die man machen würde bei den Kommunen anfangen. Wir müssen die Kommunen entlasten von allgemeinen sozialen Aufgaben, die muss der Bund übernehmen, sodass die Kommunen Spielraum wieder haben, finanziell Investitionen durchzuführen und damit eine bessere wirtschaftliche Entwicklung einzuleiten, mit denen man dann die Renditen erwirtschaften kann, mit denen wir auch künftige Generationen besser finanzieren können. Das ist ein Faktor, muss man aufpassen, dass der nicht in einer statischen Betrachtung verschwindet, weil Sie ja immer sehr stark darauf abheben, dass staatliche Haushaltspolitik letztlich auf Dynamisierung der Ökonomie zielen muss, weil das letztlich, und nicht Steuererhöhung, sondern das letztlich die einzige Gewähr dafür ist, dass die öffentlichen Aufgaben auch in Zukunft refinanziert werden können. Ja, sonst geraten wir in eine Spirale, wachsende Steuern, steigende Steuern und schrumpfende Ökonomie, und das geht nicht lange gut. Völlig richtig, das sehe ich so. Der Staat hat ja eine Dynamisierungsfunktion, die ja auch private Investitionen mitzieht. Wir reden gerade darüber, dass es immer wieder große private Vermögen gibt, die Anlage suchen, verzweifelt Anlage suchen, sodass sie dem Staat schon das Geld zum Nulltarif zur Verfügung stellen. Diese Vermögen sinnvoll für Investitionen zu mobilisieren, ist eine Aufgabe auch der öffentlichen Investitionen, die ja private Investitionen auslösen. Aber Herr Horn, wir haben nun wirklich ein Bekenntnis zu verstärkten öffentlichen Investitionen in unserem Vorschlag drin. Und zwar viel stärker, als ich es sonst jetzt schon mal von Kollegen auch anderer politischer Wettbewerber höre. Die Frage ist ja, müssen die laufenden Ausgaben im Haushalt weiter
eher stärker wachsen als die Investitionen, wie das im Moment ist? Oder kann man da nicht mal korrigieren? Und Klammer auf, sonst muss man auch entsprechend auf der Einnahmenseite nachlegen. Auch das schlagen wir ja vor. Genau, darauf läuft genau euer Vorschlag raus. Das ist sozusagen die Logik. Jetzt gibt es aber schon länger Wortmeldungen, die ich jetzt, wir sind schon ziemlich weit vorangeschritten, noch kurz aufrufen möchte. Sie waren der Erste in der Mitte hier. Stellen Sie sich kurz vor. Hallo, Klaus Lünnert, Unternehmensberater. Müsste der Staat nicht umstellen von einer Haushaltsplanung auf eine richtige Bilanz, um diese ganzen Währungsgeschichten endlich mal vernünftig hinzubekommen? Weil das wäre vielleicht ein Schritt nach vorne. Vielen Dank. Wir sammeln ein bisschen. Sie? Nehmen Sie das Mikro bitte. Ich finde die Zielrichtung, das was angestrebt wird, vielleicht nicht ganz richtig ausgedrückt. Es ist eigentlich ein Zwischenpuffer für kommende Belastungen, an die Sie mit Recht denken. Es gibt auch noch zwei, die ich noch zusätzlich mit Zahlen belegen werde. Und dann ist es auch nicht eine starre Regel, die Sie für eine längere Zeit festschreiben, so habe ich es verstanden, sondern eigentlich zwischen dem Ausgangspunkt 2014 und einem meinetwegen Scheitelpunkt 2025 gedachte Regelung, wie man zum Beispiel Rückstellungen, die man muss sie auch gar nicht unbedingt für eine dauerhafte Entschuldung verwenden. Auch in der Debatte haben Sie sich auch etwas gelöst. Und das sind zwei Faktoren. Die Bundesbank hat uns vorgerechnet, dass gesamtstaatlich hätten wir jetzt durchgehend ab 2007 das Zinsniveau von 2007 gehabt, das war glaube ich 4,3%, dann haben wir seitdem, weil wir es nicht haben, jährlich zurückgehend, die öffentlichen Haushalte können umschulden, eine gesamtfiskalische Entlastung von 103 Milliarden. Das macht aber im letzten Jahr, weil immer mehr umgeschichtet werden kann und was das klugerweise auch geschieht, schon 37 Milliarden. Das wird sicherlich ein paar Jahre so weitergehen wegen der EZB-Politik, aber ob es 10 Jahre so weitergeht, das ist völlig unsicher. Das heißt, in der Mehrzahl, ich mache gerade eine Studie darüber, wie die Länder mit der Schuldenbremse zurechtkommen, in der Mehrzahl haben die Westländer eigentlich lautloses Sparen praktiziert, nicht da, wo es dem Bürger irgendwo wirklich wehtut. Und sie haben extrem profitiert von den, für die Länder macht das etwa 12 Milliarden aus, von den 12 Milliarden, die ihnen durch diesen von einer Normalhöhe abweichende Zinsentlastung zugeflossen sind. Das Zweite, das geht übrigens gleich auf die Investitionen auch, die Sie angesprochen haben, Herr Horn. Es wurde in der Tat auch in den Jahren zwischen 2001 zum Beispiel und 2006 wenig investiert. Das waren aber Jahre, wo auf der Länderseite, und das schlägt teilweise mit durch auf die Kommunen, die öffentlichen Zuwächse in den Steuereinnahmen ganz gering waren. Real waren sie fast stagnierend. Sie kennen das alles aus Ihren Zahlen. Das heißt, und damals war schon ein relativ hohes Bewusstsein in Deutschland, sonst hätten wir auch nicht die Debatte in der EU gehabt. Die damalige Maastricht-Regel ist ernst zu nehmen, auch weil wir da eine gewisse Vorreiterrolle haben wollten. Das heißt, eigentlich hat man damals unter sehr viel verschlechterten Bedingungen sparen müssen. Zwischen 2010, in der Tat noch ein Krisenjahr, und 2014 hat für die Länderseite haben die Haushalte 48 Milliarden Mehreinnahmen. Das heißt, weder ist für die Zukunft sicher, ob dieser Zuwachs an Mehreinnahmen noch sich fortsetzen wird. Wenn man die beiden aufaddiert und die irgendwann schrittweise wegfallen, dann ist das Ganze, was Sie aufgebaut haben, die Ansatz, und investieren wollen Sie auch mit Recht, dann ist es eigentlich ein Programm, was Sie weitgehend aus den konsumtiven Ausgaben sich nämlich holen müssen, logischerweise. Ein Programm, was eine extreme gegenüber den Däubelzahlen, die eigentlich auch schon höhere Zinsen unterstellen, deswegen kommt er zu den höheren Werten, was gerade mal ermöglicht, dass wir diesen Schuldenbremsenlogik, dass wir der gerecht werden können. Also ich würde nicht sagen, Sie haben ein mittelfristiges Ziel von 1% plus, das glaubt auch nicht wirklich einer, sondern Sie haben, wenn Sie so wollen, in Zeiten, wo man darüber diskutieren kann und wo man auch umsteuern könnte, die Debatte dahin gelenkt, wo sie hingehört, dass wir nämlich bei den konsumtiven Ausgaben uns einiges einfallen lassen müssen. Und da haben Sie die interessante Stelle, das, was in der Privatwirtschaft wettbewerbsgetrieben schon seit längerem geschieht, nämlich eine extreme Effizienzsteigerung und Nutzung aller elektronischen Möglichkeiten, Verwaltungsvorgänge, die ja viel Informationsverarbeitung enthalten, wirklich zu modernisieren. Da gibt es eine interessante Umfrage vom letzten Jahr von einer typischen Querschnitt von Ländervertretern. Die stellen fest, die Haushalte, die dafür die Investitionen, das sind ja auch Investitionen, die der Staat für sich selber macht, die Länderhaushalte, von wenigen Ausnahmen abgesehen, sind da alle stagnierend. Auch bei den Kommunen ist es ein bisschen besser, aber auch stagnierend. Kurzum,
Sie brauchen all das, was Sie an Ansatzpunkten haben. Sie müssen das unterlegen, was kann man im konsumtiven Bereich machen. Und ich würde die 1% plus gar nicht nennen. Ich würde das eine notwendige Pufferstrategie nennen oder Frontloading. Jetzt muss man was tun, damit man später überhaupt zurechtkommt. Das meinen Sie eigentlich auch. Aber Sie haben es nicht so klar genug gesagt. Danke. Vielen Dank. Stellen Sie sich noch ganz kurz vor. Ja, Jobs Fiedler, Hardy School of Governance. Vielen Dank, Herr Fiedler. Jetzt gab es da hinten noch eine Wortmeldung. Ja, Beer mein Name. Ich wollte mich jetzt nicht verführen lassen in politische Strategien oder Theorien, die am Podium kamen. Oder andersrum, ich will vielleicht abgesichert bekommen, ob das qualitativ ist, was Sie auf dem Podium von sich geben. Nämlich insoweit, dass ich frage an die Kommissionsseite, es klingt ja so heraus, dass Sie sich ja scheinbar schwebend auf der Bundesebene verortet haben, um hier einen Überblick sich zu verschaffen über die 16 Bundesländer. Wie ich aber erfahren habe, ist auf der europäischen Ebene festzustellen, dass die ganzen Haushalte und Bilanzdaten, Bilanz besteht übrigens nicht nur aus Zahlen, sondern auch aus Begriffen, die aus Fachbegriffen, die ausgedeutet sein müssen und von allen akzeptiert werden müssen, überhaupt gar keine Einigkeit herrscht. Ich habe aber große Zweifel, dass auf den Bundesländerebenen, den 16, ein einheitliches Verständnis über die Fachbegriffe herrscht, weswegen all das, was haushaltstechnisch, bilanztechnisch erfasst und uns vorgestellt wird, überhaupt gar nicht miteinander verglichen werden kann, weil Einblick in die einzelnen Titel erhält sowieso keiner von uns. Das ist ja abgesichert wie hinter einem Tresor. Deswegen meine Frage ist, gibt es eine Kommission, gibt es eine Regelung, wo diese 16 Bundesländer die ganzen Fachbegriffe auf der haushaltsbilanztechnischen Ebene, ich sage jetzt immer Bilanz noch dazu, weil manche okay. Begrifflich, ob das wirklich geklärt und gesichert wird, damit eine einheitliche Sprache entsteht, oder ist das, was Sie hier höchstwahrscheinlich an Theorien von sich geben, tatsächlich wirklich nur Schall und Rauch, weil tiefer, wenn man blickt, ganz andere Wahrheiten existieren, die überhaupt noch gar nicht zur Sprache gekommen sind. Vielen Dank. Gibt es noch eine Frage oder einen kurzen Kommentar? Sonst kommen wir zurück auf das Podium. Die erste, ob wir nicht eine kaufmännische Bilanzierung brauchen, auch für die öffentlichen, sagen Haushalte, und dazu würde ja auch gehören eine tatsächliche Vermögensbilanz, ja, um überhaupt uns Klarheit zu verschaffen über die, sagen, Entwicklung der öffentlichen Vermögen. Und den Kommentar von Herrn Siedler würde ich lieber nicht jetzt versuchen zusammenzufassen. Der steht für sich, spitzt aber genau auf die Frage zu, die du am Ende ja schon mal angedeutet hast. Weil wenn man die Investition sogar noch steigern will, ohne in eine höhere Verschuldung zu gehen, dann entsteht natürlich Druck auf die konsumtiven Ausgaben, auf die Transferausgaben. Das ist sozusagen der politische Konflikt, der hinter dieser Geschichte steht. Und vielleicht können wir darüber noch in der abschließenden Runde sprechen. Wer will beginnen? Ja, Herr Junova. Also ich versuche, die verschiedenen Punkte alle in einer Antwort irgendwie unterzubringen. Also die Schuldenbremse ist eine kameralistische Regel. Und das ist das Problem, also vereinfacht gesprochen. Und das, was Sie ansprechen, sind natürlich völlig richtig, dass wir eigentlich entsprechend einer Unternehmen das besser machen könnten. Das wird ja teilweise auch gemacht, aber in wichtigen Bereichen eben unvollständig. Stichwort Pensionslasten. Ich kann Ihnen mal berichten, wie sich, und damit komme ich zu dieser anderen Frage, ob über die Länder hinaus überhaupt Vergleichbarkeit herrscht. Ich berichte Ihnen aus meiner Arbeit im Beirat des Stabilitätsrats, wo wir versuchen, die Pensionslastendaten, also die Projektionen für die Pensionen für die nächsten Jahre, von den Ländern abzufragen. Was glauben Sie, was da kommt? Man hat uns beschieden, wir geben euch nur aggregierte Daten über alle Länder hinweg, weil die sind so schwer vergleichbar und wir trauen euch mit anderen Worten nicht zu. Man hat Angst davor, diese Daten zu veröffentlichen. Natürlich. Und mir wurde gesagt, 14 Länder wären bereit, es uns zu geben, 2 nicht.
Und der kleinste gemeinsame Nenner ist, man gibt dann gar nichts raus. So sieht die Realität. Also ich habe völlig, ich glaube, eine Vergleichbarkeit ist prinzipiell herstellbar. Das ist mühselige Detailarbeit, aber prinzipiell leistbar. Aber dazu müsste man erstmal die Daten haben. Ja, und da scheitert schon mal der erste Punkt. Bei den anderen Sachen lassen mich jetzt nochmal zurückkommen zu den Sozialversicherungen, den Ausgaben. Also ich glaube, wir haben auch ein Problem in der Sozialversicherung. Wir können natürlich mit Rentennachhaltigkeitsfaktor und so weiter arbeiten, aber wir werden durch die Rentenpolitik natürlich in höhere Sozialversicherungsbeitragssätze steuern und mit den erhöhten Pflegebedarfen werden wir dort anhören. Da können wir ja sagen, wir haben einen Automatismus, der zu höheren Beitragssätzen führt. Aber das ist ja keine Lösung des Problems, sondern wir verteuern damit den Faktor Arbeit und Ihr Ziel der Vollbeschäftigung, das ich völlig teile, wird damit natürlich nicht unbedingt leichter gemacht. Das heißt, wir müssen tatsächlich auf der Ausgabenseite auch ansetzen. Und da vielleicht nochmal die Bemerkung, dass in der Bericht der Kommission mir dort mitunter fehlt mehr Detail, mehr Kreativität, statt nur zu sagen, wir machen Spending Reviews und wir werden alle Ausgaben auf den Prüfstand stellen, sondern da würde ich mir wünschen, dass wie bei den Steuereinnahmen man sagen würde, zack, A, B, C, dort sind 3 Milliarden, da 1 Milliarde oder dort wollen wir gar nicht sparen. Aber ich glaube, das müsste auch geleistet werden, um die Ausgaben und die Einnahmenseite in etwa gleichgewichtig abzudecken, um auch eine glaubwürdige Strategie dann zu präsentieren. Gut, ich muss ganz kurz Ihnen etwas sagen. Bei der Rentenanpassungsformel wird jede Beitragserhöhung sofort mit einer Leistungskürzung kompensiert. Das ist also nicht nach oben offen, sondern es ist gerade auf den Beitrag beschränkt. Insofern glaube ich, dass das Problem keines ist nach dieser Formel. Aber ich möchte auf die Fragen aus dem Publikum eingehen. Und zwar gerade auch auf die letzte. Sind die Begriffe eigentlich klar? Darauf eine klare Antwort, nein. Schon der Begriff des strukturellen Defizits ist alles andere als klar. Die EU-Kommission hat im Laufe der Zeit des Maastricht-Kriteriums, ich glaube, 7 oder 8, wenn nicht gar 9 Verfahrensrevisionen gehabt, die automatisch Anwendung finden auf die Schuldenbremse. Und das hat damit zu tun, dass wir hier über einen artifiziellen Begriff reden, der auch nicht beobachtbar ist letztlich, das strukturelle Defizit. Und daran hängen wir die gesamte Wirtschaftspolitik auf. Das ist streitprovozierend und jede Opposition, die Zweifel hat, wird nach Karlsruhe gehen, um die entsprechende Regierung zu verklagen. Das ist farbenübergreifend angelegt. Und das macht die Finanzpolitik natürlich nicht einfacher. Nein, ich glaube, wir müssen wirklich einfach uns den ökonomischen Problemen widmen. Und die heißen, der Staat ist im Moment unterfinanziert. Wir haben damit politische Konflikte. Steuererhöhungen sind nicht populär. Ich glaube auch nicht, dass es bei der Einkommensteuer so furchtbar viel Spielraum gibt, um das Problem zu lösen. Wir werden uns auch vor dem Hintergrund der zunehmenden Ungleichheit in unserem Land wirklich der Frage widmen, wie stark sich große Vermögen an der Finanzierung unseres Gemeinwesens beteiligen sollen. Ob das jetzt über die Erbschaftssteuer geht oder die Vermögenssteuer oder Grundsteuer, was Sie auch erwähnt haben, das will ich jetzt mal offen lassen an dieser Stelle. Aber wenn wir eine solide Finanzentwicklung haben wollen in Zukunft, wo der konsumtive Teil der Staatsausgaben ausfinanziert ist, dann brauchen wir in der Tat Steuererhöhungen, wir brauchen eine höhere Effizienz bei den Ausgaben, einverstanden. Warum etabliert man nicht Mechanismen, dass bestimmte Programme einfach zeitlich begrenzt sind und man guckt nach einer bestimmten Zeit nach, ob sie auch das halten, was sie sich versprechen. Ja? Und da kann man vielleicht eine ganze Menge Geld sparen. Ansonsten ist es immer leicht gesagt und schwer, einen Vorschlag zu entwickeln. Das ist auch ein typisches Phänomen. Das muss man dann einmal auf den Tisch legen. Und wenn wir in diese Richtung gehen, werden wir wirklich ein nachhaltiges öffentliches Finanzsystem haben. Und wir müssen uns natürlich auch darüber im Klaren sein, das sollte Teil der politischen Debatte sein. Die Fehler wurden gar nicht in den Krisensituationen gemacht. Ich glaube, dass es keine Alternative dazu gab, in dem Zustand die Schulden zu erhöhen. Die Fehler wurden danach gemacht, als es wieder besser ging, wo dann plötzlich angefangen wurde, über Steuersenkung, kalte Progression und was alles so auf den Tisch kam. Und da wurden zum Beispiel in Zeiten der rot-grünen Koalition das Steuereinnahmen gemessen am vorherigen Rechtsstand um 50 Milliarden pro Jahr gesenkt. 50 Milliarden, die fehlen. Das geht nicht ohne weiteres vorbei. Deshalb waren die Steuereinnahmen in der Zeit so schlecht, wie Sie es genannt haben. Das war nicht irgendwie über uns gekommen, das war ein bewusster politischer Entschluss. Und den könnte man ja auch vielleicht vermeiden in solchen Situationen. 2 Punkte noch von meiner Seite. Nochmal zu dem Thema Bilanz.
Ich glaube schon, dass eine Bilanz in öffentlichen Haushalten helfen würde, dass man sich ehrlicher darüber Rechenschaft ablegt, wie ist denn tatsächlich auch so die Situation, was öffentliche Vermögen und Infrastruktur angeht. Das ist bestimmt eine Schwäche. Das wird in vielen Kommunen und einigen Ländern wird das angegangen. Es ist eine Umstellung fürs Parlament im eigenen Haushaltsverfahren. Im Bundestag ist das ein Thema, was nicht angefasst wird. Also meine Kollegen im Haushaltsausschuss, ich bin jetzt ja wieder sozusagen zurückgekehrt, sind an der Stelle, ist das sozusagen keine aktuelle Diskussion. Deswegen haben wir ja auch ein bisschen hilfsweise darauf zurückgegriffen, wie gehen wir eigentlich um mit einer Art, eine ausreichende, hinreichende Investitionsfinanzierung stärker zu legitimieren. Wir sehen ja auch den Punkt mit der Einschränkung des Parlaments, aber dass man dann einfach nichts macht und einmalige Investitionen immer am schnellsten verschoben und aufgeschoben werden. Also da sagt meine politische Erfahrung, das findet massiv statt, dass man dann Investitionen nicht zum Zeitpunkt macht, wo man sie braucht, sondern wo man sagt, was schadet mir im politischen Kontext, was ist riskanter, und da sind Einschränkungen bei den laufenden Ausgaben schwieriger durchzusetzen. Zweiter Punkt, ich fand das jetzt sehr versöhnlich, Herr Horn, was Sie gesagt haben, dass Sie sagen, Mensch, eigentlich in der Krise reagiert die Politik, hat sie gar nicht so schlecht reagiert. Ich nehme das jetzt mal in meiner Deutung, ich gebe zu, es ist meine Deutung, als einen Hinweis, dass ja dann allzu strenge Regeln gar nicht so viel Schaden anrichten können, wenn sich in der Krise politisches Handeln bewährt. Und in der Nicht-Krisenzeit vielleicht strengere Regeln zu mehr Maßhalten aufrufen. Und ich meine, wir können beobachten, dass zum Beispiel die ganze Steuersenkungsdebatte, seitdem wir eine Schuldenbremse haben, ziemlich tot ist. Das wollte ich nur mal sagen, auch eine Partei, die sich dem Steuersenken sehr verschrieben hat, ist mit ihrem Thema gar nicht mehr durchgedrungen vor dem Hintergrund der Schuldenbremse. Und deswegen wollte ich nur sagen, vielleicht sind die Regeln, die wir vorschlagen, ja auch immer gedacht gewesen, bei vorhandener Kriseninterventionsmöglichkeit vielleicht bessere Regeln für den Normalzustand zu formulieren. Und in diesem Sinne freue ich mich aber über weitere Diskussionen zu dem vielfältigen Programm. Herzlichen Dank. Das war ja schon fast ein salomonisches Schlusswort. Ich glaube, dass die Diskussion doch ein paar Anregungen gegeben hat zum Weiterdenken. Der Bericht ist jetzt erstmal so, wie er ist, aber wir können ja trotzdem noch an der einen oder anderen Stelle weiterdenken und weiterentwickeln. Und ich glaube, da sind ein paar zentrale Stichworte, sagen wir, heute gefallen. Also einerseits Krisenreaktionsfähigkeit, die Frage, die Herr Siedler nochmal sehr schön, finde ich, zusammengefasst hat, der Pufferbildung in einer Übergangsphase, in der wir noch eine hohe ökonomische Leistungsfähigkeit haben und eine hohe Zahl von gut qualifizierten und relativ gut verdienten Steuerbürgern. Und die Debatte über die kommunizierenden Röhren zwischen konsumtiven Leistungen und Steuerfinanzierung, ja, das ist ja auch keine starre Proportion, sondern eine, die letztlich eine politische Entscheidung sagen ist. Also vielen Dank, ich fand es eine sehr anregende Debatte, und das ist das Verdienst der Kommission, die einen sehr anregenden Bericht vorgelegt hat. Es gibt jetzt noch Kleinigkeit zu trinken und ich glaube auch noch ein bisschen was zu essen, also sind herzlich eingeladen, die Diskussion im informellen Kreis weiterzuführen. Vielen Dank.